Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Ein lieber Zuschauer namens Julian hat mich angeschrieben. Ich glaube, das ist Creepy Places Productions, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Der hat sich ein Video gewünscht und da ich jetzt gerade nichts zu tun habe und müde werden muss, denn ich muss heute mal ein bisschen früher ins Bett. Was heißt früher? Es ist jetzt schon 22 Uhr, wo ich das jetzt hier anfange. Ne? Warum, werde ich euch gleich erzählen. Ja, deswegen mache ich dieses Video jetzt dann halt einfach, ne, um die Zeit auch so ein bisschen zu überbrücken. Ja, ihr seht hinter mir immer noch das Regal, wo da so ein Brett noch fehlt. Ja, mein Vater will nochmal kommen und nochmal nachmessen, ob es auch wirklich da noch reinpasst, eins mehr oder nicht. Ja. Und ja, es ist schon ziemlich voll, das Regal. Das ist halt so. Ich habe alle meine Horrorfilme da drin. Also das heißt, das ganze andere Regal da hinten, das ist jetzt komplett leer. Also ja, ich habe trotzdem mehr Platz. Ja, und die oberen Regale da, die sind auch noch nicht ganz voll. Es sind ja noch Regale über, bis zur Decke hoch. Dürfte auch nicht vergessen. Das ganze obere ist komplett leer. Ne? Und ja, ich habe auch schon Filme ausgedünnt, die jetzt nicht unbedingt im Regal stehen müssen. Die stehen hinter der Couch auf dem Fußboden praktisch. Auf Fußboden nicht. Und das Regal hat ganz unten noch ein Fußbrett. Also ein abschließendes Brett. Nicht auf dem Fußboden, sondern ein bisschen über dem Boden. Ne? Zur Stabilität. Und da liegen die halt drauf. Ja. Und es ist auch kein Problem, die Couch kurz zur Seite zu nehmen, wenn ich da dann Staub wischen will mit dem Swiffer, das ist kein Thema. Das ist ganz einfach. So schwer ist die rote Couch hinter mir nicht, ja. Ist euch noch was aufgefallen? Das ist nämlich der Grund, warum ich dann jetzt morgen früh aufstehe. Ja, hier. Kein Sessel. Ne? Ich sitze auf einem ganz stinknormalen Wohnzimmer, ja, was ist das, Küchenstuhl, normalen Stuhl halt, ja. Denn der Sessel hat sich verabschiedet. Das war ja eh schon ein gebrauchtes Ding. Ich kann mir halt keinen neuen Sessel leisten, das ist utopisch. Vor allem für meine Gewichtsklasse, die mittlerweile ja gar nicht mehr so hoch ist. Umso mehr wundert mich, dass das Ding dann jetzt trotzdem zusammengebrochen ist. Ja, was hast du zusammengebrochen? Die Sitzfläche ist halt so eingesackt. Und dann sitzt du halt so ein bisschen schief und tiefer als sonst. Das ist so unbequem, das geht in den Rücken. Außerdem war das Ding eh schon immer scheiße, denn die Füße von dem Ding, das war, ja, das Linoleum unter mir ist kaputt. Zerkratzt. Ich meine, es ist jetzt hier meine Bude, mir ist das egal mit dem Linoleum. Ich habe jetzt hier, brauche jetzt hier keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Sieht zwar scheiße aus, aber ich könnte es auch flicken bei Zeiten mal, aber wofür dann? Mich kratzt das nicht. Ist von daher, ne? Solange ich da jetzt nicht mit den Füßen dran hängen bleibe, weil es offen ist, so kaputt ist es auch nicht. Das Linoleum, aber naja, so. Morgen geht's halt los in die Innenstadt nach nichts Neues, wo ich ja auch 2 Jahre fast gearbeitet habe. Oder waren das ganze 2 Jahre? Ich müsste jetzt in meinen Lebenslauf gucken. Das war ja ein 1-Euro-Job und ich habe das ja nach dem einen Jahr, du machst ja einen 1-Euro-Job ein Jahr, habe ich das dann nochmal verlängert und ich glaube, dass am Ende des 2. Jahres ist die Scheiße passiert mit dem Klavier, das wir transportieren sollten, wo ich mir übelst die Schulter verrenkt habe. Da hatte ich ein Vierteljahr komplett Ausfall, da ging gar nichts mehr. Ich konnte nichts mehr machen, auch zu Hause nicht. Das war die Hölle, das waren drei Monate des Grauens und vor allem durchgängige Schmerzen. Ja. Du konntest kaum noch schlafen, Alter, war das eine Mistkacke. Ja. War ich dann auch in Zeit die ersten Wochen in der Uniklinik und ach, hör bloß auf. Naja, egal. So, will jetzt hier nicht wieder mit irgendwelchen alten Kamellen kommen. Ja, also das ist morgen früh der Fall. Wir fahren dann frühestmöglich hin. Morgen ist halt Montag. Ja, also Anfang der Woche und da ist das gut, wenn du so früh wie möglich da bist. Ich fahre mit meinem Papa zusammen, das nutze ich dann gleich aus, insofern, dass er auch mal wieder ein bisschen an die frische Luft kommt. Dann laufen wir noch ein bisschen in die Stadt. Vielleicht kaufe ich sogar schon was, falls ich da jetzt einen Sessel finde, der günstig ist. Mein Limit ist halt 50 Euro, da bin ich wieder pleite. Falls ich da jetzt einen finde, der günstig genug ist und der am besten auch noch in Mails Auto passt, dass wir den nicht liefern lassen müssen. Und es bleibt noch Geld übrig. Ja, direkt auf der Ecke, da ist auch der Hagebaumarkt. Dann könnte ich mir ein Brett nachholen schon. Wie, ne? Problem wird das Anbauen. Ich muss die ganzen Regale wahrscheinlich wieder leer räumen, damit wir das Regal vorziehen können, damit wir das Brett zur Stabilisierung, damit sich das nicht durchbiegt, an das Lochband, das da verbaut ist, anbauen können. Ne? Dafür muss das Regal von der Wand. Das ist mein Leben. Ein einziges Chaos. Aber ja, ist in Ordnung. Ist ja nicht schlimm. Ne? Muss ich noch ein paar Umzugskartons besorgen, dass ich die ganzen Filme da kurz zwischenlagern kann. Die sind ja jetzt sortiert. Ich möchte die jetzt nicht wieder auseinanderwühlen oder wieder neu sortieren müssen. Das war stundenlange Arbeit, den ganzen Mist da einzuräumen. Was heißt Mist? Ja. Wenn ich das alles fertig habe, so wie ich das haben will, inklusive den beiden Regalen da und dem ganzen Chaos weg und alles, ja,
dann mache ich auch vielleicht mal echt endlich mal eine Roomtour. Das wird dann aber wirklich nur, ich schwenke mit der Kamera an meinen Film vorbei und sage ganz grob was zum einen oder anderen. Das kann ich dann gerne mal machen. Es ist ja, kommt ja ganz gut an bei den Leuten. Es haben ja auch schon einige angefragt. Vielleicht mache ich das dann. Aber wirklich erst, wenn die Regale fix und fertig sind. Ja, ja, dann noch ganz kurz zu meinem Beinchen. Ja, das ist mittlerweile, ja, es schillert in allen grün- und blauen Pastellfarben. Ja, es ist mittlerweile durchgekommen, die Prellung. Ja, also es hat ein bisschen gedauert, dass sich die blauen Flecken durch die Fettschichten meiner Elefantenbeine kämpfen mussten oder was. Was ich sogar spüre. Ja, manchmal fühlt sich das halt so ein bisschen so an, als würde da was aufplatzen und am Bein ein Keil drunter laufen. Ist aber nicht so. Das ist wahrscheinlich dann unter der Hautschicht oder was. Kommt dann das Blaue durch? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gefühl ist. Er ist auch immer noch teilweise oberflächlich taub. Das Schienbein. Ja. Am Schienbein habe ich eine Stelle, die ist ungefähr so groß, so länglich, ne, würde ich sagen. Die ist taub, wenn ich darüber streiche. Ich vermute auch, dass das alles ein bisschen mit den Nervenmissempfindungen zusammenhängt, die ich ja seit der inkompletten Querschnittslähmung habe. Ne? Ich weiß das alles. Ich kenne mich mit dem ganzen Bums nicht aus. Was soll's. So. Gut, also das ist ein bisschen Hintergrund-Update. Ja, ich sitze jetzt hier ein bisschen komisch, weil ich jetzt höher sitze und so. Ist auch mal eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, ich werde dann morgen mal gucken, dass ich auch einen höheren Sessel bekomme, weil man sitzt auch schon gerade. Ich könnte eigentlich auch einfach auf dem Stuhl sitzen bleiben, aber ich habe Angst, dass auch der irgendwann nachgibt und unter mir zerbirst. Dann nimm noch ab. Ja, ich bin dabei. Ja, ich wiege ja schon wesentlich weniger als auf dem alten Sessel, den ich ja jahrelang hier stehen hatte. Das Ding war robuster offenbar. Ich bin ja auf den Sessel nicht umgesprungen. Ich setze mich dann ganz normal rauf und stehe davon ganz normal auf. Das kann ich auch nicht machen. Ja, ich weiß ja nicht. Egal. Aber gut. So gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen an mit der Liste, die wir heute durchgehen sollen. Es ist jetzt auch wieder so ein bisschen Zeitreise, weil es chronologisch durchgeht. Also ich habe das chronologisch sortiert, die Seite, die wir uns jetzt gleich angucken werden. Und es geht um das Thema Found Footage. Das hat sich der Julian halt gewünscht. Ich soll nicht so viel schimpfen, doch. Kennst du meine Videos doch? Was ist das für eine Ansage? Ja, ich werde mich doch hier jetzt nicht auf den Kopf stellen für dich. Kommen wir denn da hin? Ja. Also, ja, ich kann ja ganz kurz vorweg einen Disclaimer machen. Das macht man ja heutzutage so. In der Welt der Weichflöten, ja, musst du dich ja auf Minenfeld begeben. Also, Disclaimer: Jetzt kommt meine persönliche Meinung. Ja, wenn das nicht eure Meinung ist und ihr die Filme, die ich jetzt hier nicht mag, dann mögt, dann ist das wunderbar und ganz viel doll toll. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Kackfilmen. Nein, da wünsche ich euch viel Spaß damit, das ist ja auch schön. Denn Geschmäcker sind nicht nur verschieden, Geschmäcker müssen auch verschieden sein. Ne? So, also, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich gehe jetzt hier in den Reaction-Modus und hier haben wir dann die Liste, die er mir verlinkt hat, und zwar Every Found Footage Movie, ja, was hier schon 1971 anfängt mit Strafpark, was immer das auch ist. Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Punkt. Ach, habe ich jetzt hier gemacht? Ja, hat funktioniert, gut. Sind wir auch gleich beim Punkt. Ich werde hier, das ist eine Liste von 520 Filmen, ja. Ich werde hier stumpf alles überscrollen, was ich nicht kenne. Dann werde ich einfach nur sagen, kenne ich nicht. Fertig. Ja. Es sei denn, da ist jetzt was dabei, was ich zwar nicht kenne, aber noch nicht gesehen habe oder wo ich von gehört habe, bla bla bla. Da werde ich dann natürlich, also wenn ich was dazu sagen kann, dann werde ich es tun. Ganz einfach. Und da gehen wir jetzt durch. Ich werde zu jedem Film, der mir geläufig ist, soweit ich kann, meine Meinung äußern. Also, Strafpark kenne ich nicht. Legend of Boggy Creek von 72, das ist Found Footage. Alle sagen ja immer, Cannibal Holocaust ist der erste Found Footage. Ja, das stimmt dann ja alles nicht. Ich habe den auch nicht gesehen, Legend of Boggy Creek. Also, weiter. Ja, da ist dann Cannibal Holocaust. Ja, für mich ist das kein Found Footage, das ist nur ein Segment des Filmes, dass da Found Footage ist. Also von daher, ne. Also für mich ist ein Found-Footage-Film von Anfang bis Ende, soll dir der Film vorgaukeln, du hast jetzt hier, bist jetzt irgendwie spazieren gegangen im Park und hast irgendwo im Gebüsch irgendwie, hä, was liegt da denn? Eine Videokassette, guck mal. Und dann siehst du halt eben, was da aufgenommen wurde. Das ist Found-Footage, ja. Und zwar in Gänze, also der ganze Film. Nicht ringsherum noch eine normale Handlung, wo du dann weißt, okay, ich gucke jetzt hier nur einen getricksten Film. Das soll ja dir vorgaukeln, das, was du jetzt hier siehst, ist alles echt. Ja, deswegen, für mich persönlich geht es gar nicht, wenn zum Beispiel ein Found-Footage-Film Filmmusik hat, während der Aufnahmen, die du siehst. Am Anfang oder am Ende
Ja, das ist Stilmittel. Ne? Das ist dann, ja gut, man hat halt stimmungsvoll was vorher und was nachher nachträglich dazugebaut. Das Kernelement der Film selbst ist aber das Material, das wir dann halt jetzt dann sehen können. Da gehört keine Filmmusik rein. Das ist, holt mich raus aus der Illusion. Ja? Dann gibt es natürlich noch wiederum den Unterschied, denn es gibt auch Found-Footage-Filme. Da ist das Found-Footage Stilmittel. Und wenn da Filmmusik drin ist, ja, okay, komm. Ja? Dann weiß ich aber auch die ganze Zeit schon, das ist jetzt hier nur ein Stilmittel, das ist jetzt auch mit Spezialeffekten hier wie bei, weiß ich nicht, Cloverfield zum Beispiel. Da siehst du halt CGI-Effekte, du siehst da den Kopf von der Freiheitsstatue anfliegen kommen, das ist jetzt nur Computer, du siehst das. Ja. Das kannst du nicht mehr wahrnehmen als, oh, das sieht ja aus wie echt. Das könnte ja jetzt hier tatsächlich gefundenes Material sein. Abgesehen davon wäre ein Fall wie Cloverfield, ich glaube, ein kleines bisschen durch die Medien gegangen. Okay, komm, weiter. Special Bulletin kenne ich nicht. Manson Family Movies kenne ich nicht. UFO Abduction. Mann beißt Hund. Da ist Found Footage drin. Ja? Also ist hier in der Liste jetzt jeder Film, in dem irgendwie 2 Sekunden lang einer irgendwie. Es gibt ja so Filme, wo ganz kurz mal siehst, irgendwie einer hat eine Kamera in der Hand und für 2 Minuten siehst du dann einfach mal das, was in dem Film passiert, wegen der Action-Szene, aus Sicht dieser Kamera und dann schwenkt es wieder zurück in den Hauptfilm. So ganz kurz als kleinen Gag. Ne? Das gibt's ja. Oder meinetwegen, keine Ahnung, ein Erotik-Thriller, bei dem jetzt der Mann auf die Idee kommt, beim Poppen, das Ganze mit Kamera festzuhalten. Und dann siehst du halt in dem Film für 30 Sekunden, wie das auch durch die Kamera jetzt aussieht, was er da gerade filmt. Das ist dann hier gleich auf der Liste der Found-Footage-Filme. Hat das der gleiche Vogel erstellt, der auch die Lovecraft-Liste erstellt hat, oder was? Also Mann beißt Hund habe ich gesehen, aber ich erinnere mich nicht, ob da Found-Footage drin war. Das kenne ich gar nicht. Das ist sogar auf der Lovecraft-List. Das ist offenbar eine Fernsehserie oder was? Keine Ahnung. Tod aus dem All? Keine Ahnung, ob ich das kenne. Windigo? Ja, kenne ich alles nicht. Ich scroll jetzt zu denen, die ich kenne. Ja, hier, Last Broadcast. Last Broadcast. Mein Vater hat der damals Blair Witch gekauft. Und das war ein Bundle. Ja, und da war einmal die DVD halt ganz normal Blair Witch, ne? Und die andere war Last Broadcast. Und das Ding ist komplett in Englisch. Das hat er dann so stumpf abgegeben. Mich persönlich hat es damals nicht interessiert, weil ich damals noch nicht so gut in Englisch war auch, ja. Inzwischen ärgert mich das, weil ich würde den gerne mal sehen. Ich habe den da dadurch, hab ich den ja nie gesehen, diesen Film, ja. Ich glaube nämlich, da geht es auch um den Windigo, oder? War das nicht irgendwie so? Ja, nee, hier steht's ja, der Jersey Devil. Der Jersey Devil. Ja, und der Jersey Devil ist mittlerweile ja auch Teil des Cosmic Horror, genau wie der Wendigo. So ein bisschen, ne? Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts mitreden, weil ich den halt nicht kenne. So, weiter. Blair Witch Project, klar, Klassiker, ne? Habe ich ja nun meine Meinung neulich erst so gesagt, im letzten Cosmic Horror Video, da ist er ja mit bei. Ich finde den immer noch gut, weil man aus geringsten Mitteln das Maximale rausgeholt hat und weil er halt für mich persönlich jedenfalls der erste seiner Art war. Jedenfalls war es der erste wirklich durchschlagend erfolgreiche seiner Art und hat auch den Stein wirklich ins Rollen gebracht. Ja, so. Bei allem davor war es wahrscheinlich nur Stilmittel. Es ist ja das gleiche Jahr hier, oder? Ja, nee, 98, 99. Okay, dann ist Last Broadcast ja eigentlich der erste. Der ist ja aber nie deutsch synchronisiert worden. Also ist der ja nie international. Der fehlt ja hier der internationale Durchbruch wohl. Denke ich mal, ne? So, gut. Blackwood Devil kenne ich nicht. San Francisville Experiment, den habe ich. Da hat der gute Chris auf meinem Kanal mal drüber gesprochen, glaube ich. Meine ich, er hatte den mal dabei. Vier Leute verbringen eine Nacht in einem Geisterhaus, in dem angeblich spuken soll. Und dann siehst du halt die Aufnahmen. Hier ist mir aber damals schon aufgefallen, als ich den, ich habe den auf DVD immer noch rumliegen irgendwo. Mir ist damals schon aufgefallen, dass du halt schon sehr merkst, dass die jetzt Schauspielern. Bei Blair Witch kommt das wirklich noch authentischer rüber. Da sind die Reaktionen, finde ich, authentischer. Bei San Francisco merkst du oft, ja, der schauspielert jetzt. Er versucht jetzt hier zu acten. Ne? Da ist auch irgendwie so ein Medium dabei und die Alte, da merkst du das am stärksten. Ja? Aber hat seine Momente. Da war irgendwie eine Szene mit einem Stuhl auf dem Dachboden, der dann ganz komisch spontan wegfliegt oder so. Das fand ich damals ganz nett. Die Szene hat bei mir damals am besten funktioniert. Ne? Muss was trinken. Weil es wird wieder trocken. So. Ich sehe schon, was als nächstes kommt. The Dark Area. Ich weiß gar nicht. Gib mal Dark Area einfach auf meinem Kanal in der Suchzeile ein. Ob das Video dazu mal existiert. Ich habe das Ding mal einzeln reviewt.
Das kannst du dir nicht ausdenken, das Ding. Das ist, glaube ich, der. Ich glaube, es ist tatsächlich immer noch der mieseste Found-Footage-Film, den ich jemals gesehen habe. Ja, man versucht halt auf Blair Witch und es ist einfach nur Beyond Belief behindert, das Ding. Einfach nur unglaublich. Ja. Also ich meine, dieses Symbol, was ihr hier seht, ist ja einfach, ne, wenn du eine Strichliste machst, ist das jetzt halt die 5. Und da machen die ein riesen Geschiss drum, dieses Symbol, als wäre es jetzt irgendwas Uraltes, Mythisches, Unbekanntes. Und dann siehst du halt eine Szene, wo diese 5 aufgestellt ist mit 5 Stöckern, die in den Boden gesteckt wurden. Der eine halt so ein bisschen schräg, damit es die 5 ergibt. Das finden die und der eine kriegt einen Kreischanfall. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, was ist das bloß? Ja, es sind Stöcker, die im Boden stecken, du Nulpe. Und auf dem Level ist der komplette Film, Mann. Das Ding ist einfach eine Katastrophe. Vollkatastrophe, ja. Dead O Kenda. Eine von mir rausgehende, ganz klare Empfehlung. Das ist nämlich The Unknown. Und der ist großartig. Ich habe den in meinem Cosmic Horror Regal stehen, obwohl er nicht auf der Liste ist. Und obwohl du den auch auf keinen Cosmic Horror Listen findest. Ich finde aber, das ist Cosmic Horror. Da sind halt eben auch fünf Freunde, die halt in ein Waldgebiet fahren, auf dem merkwürdigerweise ein ganzes Gebiet verbrannt ist. Ohne dass es aber irgendwie Explosions- oder Feuerspuren gab. Und wenn sie den Boden anfassen, ist irgendwie unter dem Boden immer noch Wärme zu spüren, obwohl das schon ewig da so ist. Ganz komisch. So, und dann fangen die halt an, so komische, verknorpelte, merkwürdige Objekte zu finden, die organisch aussehen und sich, glaube ich, auch leicht bewegen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann wird halt einer nach dem anderen so ein bisschen übernommen davon. Und dann so ein bisschen Körperfresser-mäßig, ne? Und wenn Körperfresser auf der Cosmic-Horror-Liste ist, dann gehört der da auch drauf. Der hat eine sehr gute Stimmung und Atmosphäre, finde ich. Auch hier, ja, du siehst ganz klar, dass das geschauspielert ist und so, aber es ist eigentlich nur ein Stilmittel, das Found Footage. Aber ich mag den Film. Es ist, glaube ich, dänisch-holländisch, irgendwie sowas, oder schwedisch, keine Ahnung. Und ich mag den. Ich finde den gut. Ich müsste den mal wieder gucken. So, 909S kenne ich hier nicht. Das kenne ich, das ist irgendwas hat was mit Blair Witch zu tun. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ach, Serious 7. Müll. Fand ich scheiße, den Film. Man macht so ein bisschen einen auf so ein kleines bisschen auf Running Man. Ja, es ist aufgezogen wie eine TV-Show, die jetzt Leute begleitet. Jeder hat eine Waffe und es gibt eine Liste von 7 Leuten oder wie viele Leuten sind das? Steht das? Random. Keine Ahnung, wie viele. Die sollen sich jedenfalls gegenseitig random umbringen. Und das wird alles per Kamera verfolgt. Und dann ist da so eine total unsympathische Schwangere. Das ist denn die Hauptfigur. Die fand ich, weiß ich nicht. Den habe ich wieder abgestoßen, den Quatsch. War nicht meins. Ich weiß gar nicht, ob ich den losgeworden bin, aber ich wollte den abstoßen. Wenn ich den noch habe, vielleicht gebe ich mir noch mal einen Rewatch. Mit der Erwartung, der weiß ja, was dich erwartet dann, ne? Gangtapes kenne ich wieder nicht. Black Door habe ich auch nie gesehen. Das ist, glaube ich, auch auf der Cosmic-Liste. Das ist Found Footage, wusste ich gar nicht. August Underground, oh mein Gott, ja. Unsichtbare Augen kenne ich auch nicht. Okay. Ich muss das mal hier ein bisschen scrollen, bis ich mal wieder einen finde, wo ich sage, ach guck mal, den kenne ich ja. Dämon in mir mit Kevin Bacon? Was? Es gibt einen Footage-Film mit Gary Bacon? Kevin Bacon? Okay, ne. Oder ist das wieder nur so ein Ding, wo ein kurzes Element drin ist? Und ich kenne den Film selbst vielleicht schon. Keine Ahnung. September Tapes of the Bear, Zwischenfall am Loch Ness. Noroi, den möchte ich wahnsinnig gerne sehen. Ist auch auf der Cosmic-Liste, warum auch immer. Aber es ist ein Asiate. Und der soll ziemlich creepy sein, habe ich gehört. Auch die Bilder, die man so sehen kann davon, sehen sehr gut aus. Ja. Aber ja, kenne ich nicht. Ist, glaube ich, auch out of print, wenn ich mich recht erinnere. Road to L, das ist ja sogar das Mysterium von Lovecraft. Da geht es ja irgendwie um Leute, die auf den Spuren von Lovecraft ermitteln und dann ist Found-Footage-mäßig festgehalten, was sie finden. Und da wird dann wohl auch entsprechend was passieren dann. Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt auch. Gibt es nie in Deutsch erschienen. Ne? Kenne ich wieder alles nicht? Kenne ich alles nicht? Ja, Behind the Mask, den habe ich sogar, glaube ich, noch. Ich glaube, ich musste bei. Ich habe die Slasher, ich habe jetzt nicht weiter reinsortiert, weil ich will erstmal das letzte Regal da drin haben. Was macht jetzt keinen Sinn, da weiter einzusortieren, wie das alles wieder eh rausnehmen muss, damit dann hinten da das Brett angeschraubt werden kann. Wenn wir da nicht noch irgendeine andere Lösung finden, das zu fixieren, mein Vater will sich das ja, wie gesagt, nochmal angucken. Vielleicht kann man ja auch irgendwas anderes basteln, dass wir nicht das Regal abziehen müssen, ich nicht wieder alles rausräumen muss. Ne? Das guckt er sich noch selbst an. Er hat gesagt, er guckt mal, was er da basteln kann. Sonst müssen wir es abziehen, dann gucken wir mal. Ne? So, wir haben halt Angst, wenn wir das jetzt so vollgeladen abziehen, dass das Regal hat keine Rückwand.
wollte das gerne ein bisschen luftig haben. Und das kann natürlich dann sein, dass dann die ganzen Filme rausfallen. Dann kriege ich hier einen Nervenzusammenbruch. Wenn das passiert, kriege ich hier einen Nervenzusammenbruch. Also ich muss das ausräumen. So, egal. Behind the Mask ist ein Slasher aus der Found-Footage-Perspektive. Ein Kamerateam wird eingeladen von einem maskierten Serienkiller. Ja, ihr könnt mich ja bei meinen Morden begleiten. Das müsste doch sensationsmäßig für euch ordentlich was hergeben irgendwie. Das ist sein Ziel. Und ich glaube, Spoiler, am Ende stellt sich raus, dass das nur eine Falle ist. Und er will das Kamerateam irgendwie umbringen. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß nicht mehr, wie der war, ob ich ihn gut fand oder nicht. Hängt davon ab, wenn ich ihn finde, den Film. Dann weiß ich, dass ich ihn gut gefunden habe damals. Dann müsste ich ihn mal rewatchen. Ne? Offscreen kenne ich wieder nicht. Zombie Diaries. Ist das dieser... Nee, das verwechsel ich jetzt mit Diary of the Dead, ne? Der kommt dann wahrscheinlich noch. Oder ist das Diary of the Dead? Weiß ich nicht. Das ist halt einer von der The Dead-Reihe. Da sind sie ja, einmal haben sie das Stilmittel des Found Footage gewählt. Finde ich aber nicht schlecht. Ich mag die Dead-Reihe, auch den, ja. Vor allem gibt es eine Verbindung zum nächsten Film. Diese Soldaten, um die es da geht, die auf die sie sehr kurz treffen. Um die geht es dann ja in dem Survival of the Dead, glaube ich, heißt der, ne? Na klar, alles nach dem, eigentlich nach dem, weiß ich nicht, eigentlich alles nach dem dritten, also alles nach den 90ern. Ab dem Land of the Dead ist von den Fans ja schon nicht mehr so wirklich angenommen. Ich habe da kein Problem mit. American Zombie kenne ich nicht, Eye in the Sky, Video X, August Underground, Poughkeepsie, kenne ich alles nicht. Cannibals war oberlangweilig. Eine oberlangweilige Scheiße. 90% des Filmes rennen sie durch den Dschungel, finden ein paar Äste, die da aufgespießt sind da, wo ein paar Blutspuren dran sind. Ich weiß gar nicht, finden sie auch eine Leiche, die aufgespießt, gepfählt ist oder so, kann auch sein, weiß ich nicht mehr. Am Ende rennen sie in ein Kannibalencamp, ohne es zu ahnen, und werden hingeschlachtet, Ende. Was für eine langweilige Kacke. Cannibals, Alter. Ja, Wreck ist ja hat ja ein ganzes Franchise gespawnt, was dann nachher in den letzten Teilen den Found-Footage-Pfad verließ, ne? Ja, kann man sich ganz gut angucken. Ich rate dann auch ganz klar zum spanischen Original. Finger weg von dem Remake, das braucht kein Mensch. Sorry. Quarantäne oder wie das heißt, ne? Aber ja, das kann man sich angucken. Ich habe kein Problem mit der Reihe. Ich habe auch ein paar Teile hier, ich weiß gar nicht wie viele. Den ersten habe ich auf jeden Fall. Fand ich auch immer am besten, den ersten. Hätte auch für sich gereicht eigentlich, der erste, meiner Meinung nach. Aber naja, gut. Redacted, kenne ich nicht. Da ist Diary of the Dead, ne? Sag ich doch. Headcase kenne ich wieder nicht, kenne ich nicht. Paranormal Activity, ey. Ja. Der ist nur aus einem einzigen Grund bei mir etwas höher angesehen als Dark Area. Ja, hier passiert halt kein Cringe-Bullshit, ja. Aber dafür passiert halt sonst eben einfach gar nichts, ne? Ich meine, die Bettdecke zuckt mal oder die Tür geht mal auf und zu. Ja, wenn ihr euch dabei schon einscheißt, dann ist das euer Horrorfilm. Jeder andere schläft dabei garantiert ein. Und später in den weiteren Teilen, die wahrscheinlich alle hier noch auf der Liste kommen werden, ja, kamen dann endlich mal ein paar Spezialeffekte dazu und die ganzen Fans so, oh Gott, was für ein Schrott. Da wurde endlich mal ein bisschen was geliefert, du bekamst endlich mal ein bisschen was fürs Auge. Ja, das ist dann Schrott. Ich habe nie behauptet, dass ich gut Found-Footage-Filme Geschmack habe, einen guten, im Found-Footage-Bereich. Paranormal Investigations, das ist dann, glaube ich, die Asylum-Variante, glaube ich, bin mir nicht sicher, habe ich aber nicht gesehen. Monster habe ich allerdings hier, das ist nämlich auch Asylum und das ist, da sehen wir auch schon beim nächsten, Cloverfield. Monster ist halt der Take, der Asylum-Take auf Cloverfield, ne? Monster spielt im Gegensatz zu Cloverfield in Japan, glaube ich. Ja, hier in Tokio. In Tokio. Und ja, die ganze Zeit brodelt es unter der Erde und es gibt Erdbeben und bla bla bla. Alles extrem billig gemacht. Ist halt Asylum, ne? Also es passiert kaum was. Es wird eigentlich nur gelaufen und mit der Kamera gewackelt und geschrien, ja? Und dann kommt ganz, ganz, ganz am Ende für, ich weiß nicht, 10 Sekunden kommen ein paar schwarze Tentakel, die komplett anders aussehen als das auf dem Cover hier. Aus dem Boden und wabbeln ein bisschen rum und dann sterben dadurch irgendwie alle und dann ist es auch zu Ende, das Ding. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich habe den noch auf DVD da. Ja. Eigentlich müsste ich den aus meinem Asylum-Regal rausholen und da in das Regal reinstellen, denn wenn Cloverfield Cosmic Horror ist, was ich mir hier gefallen lasse, ja,
Eine unbekannte außerirdische Entität kommt mit einem Kometen, wie bei Farbe aus dem All, auf die Erde geknallt, ne? Dann ist Monster noch mehr Cosmic, denn es wird während des Films, soweit ich mich erinnere, wird rausgefunden, dass es sich um ein tentakeliges, krakenartiges Monster handelt, das seit Jahrmilliarden unter der Erde schläft und jetzt erwacht. Es geht ja Richtung Cthulhu dann fast. Der ist jetzt nicht unter der Erde, sondern am tiefen Meeresgrund, ne? Aber das ist doch schon wieder mehr Cosmic als Cloverfield, meiner Ansicht nach. Oder? Warum ist der nicht auf der Cosmic-Horror-Liste? Ich müsste meine eigene Cosmic-Horror-Liste irgendwann mal erstellen, vielleicht. The Ghost, das kenne ich ja nicht. Kenne ich auch nicht. Ich scroll mal. Lake Mungo, ja, den kenne ich halt. Da weiß ich noch genau damals. Ich habe damals noch den guten, ich weiß seinen YouTube-Namen nicht mehr. Den guten Tom Maurauder, heißt er noch so auf YouTube, heißt er mittlerweile anders. Ich habe die ganzen Film-YouTuber weitestgehend alle entfolgt, weil ich kann mir die ganzen Nasen nicht mehr geben. Das sind alles nur noch Zerrbilder ihrer einstigen selbst. Kann ich nicht anders sagen. Und da gehört leider auch der gute Tom dazu. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, falls du das hier siehst. Aber ich kann mir deine Videos nicht mehr geben. Ja, ich kann auch genauso gut umgekehrt verstehen, wenn diese ganzen Leute sich meine Videos nicht mehr geben können, weil ich mich zu sehr verändert habe inzwischen. Vielleicht habe ich das ja, ich weiß es nicht. So, und der hatte damals immer so eine Art Found-Footage-Film-News und hat immer so die neuesten kommenden Filme erwähnt und auch die letzten, die er so geschaut hat, mit eingebaut, glaube ich. Und da war er mit bei, da hatte er, war für diesen Film war er, glaube ich, voll des Lobes. Und es sei ja einer der gruseligsten und unheimlichsten Horrorfilme oder Found-Footage-Filme überhaupt. Und daraufhin habe ich mir den angeguckt. Ich habe den da gehabt in einem anderen Titel. Warte mal. Also ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Ich habe das dann rausgefunden. Ich gucke jetzt mal kurz. Wie der hieß. Genau. Paranormal Investigations hieß der bei mir. Ja, deswegen lag der auch ewig bei mir rum, weil ja, es ist wohl irgend so ein B-Trash Asylum Mistrotz. Oder hatte ich den unter noch einem anderen? Nee, das ist das Einzige, ne? Ja, genau. So, und dann habe ich mir halt, ach, das ist Lake Mungo, der guckt dir den mal an. Ja. Also, erstmal ist das Ganze nicht, es ist eigentlich ist es kein Found-Footage, was eher eine Fake-Doku, hat aber auch phasenweise Found-Footage-Elemente und das ist dann auch die unheimlichste Szene von allem. Nachts, irgendwie eine Landstraße, kaum beleuchtet, wird halt dann lang gefilmt und dann steht da, glaube ich, irgendwie plötzlich random ein Mädchen in weißer Kleidung oder so. Buhu, haha, huhuhu. Ende. Und irgendwie in anderen Szenen siehst du halt diesen Lake Mungo und hinten zwischen den Bäumen, wenn du genau hinguckst, mit Adleraugen, siehst du eine Gestalt kurz stehen. Jetzt habe ich aber eingekackt. Ja, das ist das Gruseligste an dem Film. Abgesehen davon ist er natürlich für eine Fake-Doku gut gemacht, handwerklich und auch gut gespielt. Die Akteure wirken wirklich wie Leute aus dem normalen Leben, die jetzt spontan interviewt werden und so. Das kommt schon wie eine richtige Doku rüber. Ja. Das meine ich jetzt nicht, das ist schon in Ordnung. Technisch, handwerklich ist das in Ordnung, aber ich habe mich da null gegruselt. Was soll ich mit einem Film, der mich überhaupt nicht abgeholt hat? Aber in dem Bereich gab das im Found Footage unfassbar viel mehr noch. Kommt wahrscheinlich erst noch. Ja, also Lake Mungo, keine Ahnung, ich verstehe den Kult um diesen Film überhaupt nicht. Das bin ich raus. Aber na gut, so, das kenne ich wieder nicht. Das ist das Remake zu Rack. Es kann auch gut sein, dass ich hier Filme überscrolle und sage, ja, kenne ich nicht. Vielleicht habe ich ihn aber doch gesehen mit einem deutschen anderen Titel oder so. Das weiß ich dann nicht. Tut mir leid, ja. Chronicles of an Exorcism. Da geht das schon los. Es gibt nämlich hier mit einem. Ich habe auch mal einen Exorzismus-Found-Footage-Film gesehen aus Sicht der Frau, die exorziert wird. Da war das Ganze aber wirklich Stilmittel insofern. Der Film war nämlich. Ich habe den, glaube ich, auch da. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Der ist wie Hardcore Henry. Bin gespannt, ob der hier auch kommt. Hardcore Henry ist kein Found-Footage. Da ist das Stilmittel, dass du alles aus Sicht der Hauptfigur siehst. Das ist ja keine Kamera, die zufällig gefunden wurde, Kameraaufnahmen, die zufällig gefunden wurden, sondern es ist ja einfach aus Sicht der Hauptfigur. Und da gibt es auch einen Exorzismusfilm. Und am Ende fährt der Dämon in einen Priester und wechselt dann auch die Perspektive entsprechend. Und dann kriegst du erst zu spüren, okay, das ist gar nicht aus Sicht der Frau, das ist aus Sicht des Dämons, der jetzt gerade Besitz von der Frau ergriffen hat. Das ist dann so ein bisschen der unterschwellige Twist des Films. Das fand ich eigentlich ganz geil. Müsste ich mir mal wieder angucken. Ich meine, ich habe den hier auf Blu-ray irgendwo rumfliegen.
zum noch angucken. Ich habe den nämlich damals aus dem Verleih, glaube ich, gesehen. So, weiter. Ich weiß nicht, ob das der hier ist. Keine Ahnung. Ich komme jetzt nur gerade drauf wegen Exorzismus. Cropsy kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Weiter. Paraabnormal. Was? Rack 2, klar. Wie gesagt, ab dem zweiten fiel das für mich ab. Don't Look Up. Boah, keine Ahnung, ob ich den gesehen habe. Kann ich mich dann aber nicht mehr dran erinnern. Dead Will Rise. Diese Investigations-Reihe, ja. Das ist glaube ich, alles dieses Asylum-Murks-Dinger. Die geben halt überhaupt nichts her. Ne? Ich habe da auch nur ein paar, ich weiß nicht welche. Da gab es mal so das eine oder andere, was mir da irgendwie mal vor die Füße gefallen ist. Aber das habe ich dann, weiß ich nicht. Ada. Okay. Dükünü, ein türkischer Found Footage oder was? Okay. Türkische Filme soll man nicht unterschätzen. Dabbe war großartig, fand ich. Ich mag den. Das ist ja jetzt kein Found Footage, ne? Aber ich finde den guten Film. Der hat eine geile, gruselige Stimmung. Vampire, Recut. Kenya ist nicht hier. Der letzte Exorzismus, den habe ich mit Sicherheit gesehen. Ohne Scheiß, ich erinnere mich null an diesen Film. Ich habe den, glaube ich, sogar hier auf DVD irgendwo. Ich erinnere mich null an diesen Film. Also es kann nichts sein, was irgendwie memorabel war. Keine Ahnung, aber naja. Hotel Hollywood. Also der, den ich meine, was ich gerade sagte, wo das ein Stilmittel ist, der heißt wie die Hauptfigur. Das ist, glaube ich, ein Frauenname, wie die Hauptfigur heißt, meine ich mich zu. Irgendwie so war das, glaube ich. Es ist nicht der letzte Exorzismus gewesen. Nein. Hotel Hollywood. Das kenne ich wieder alles nicht. Kenne ich nicht. Nenne. Atrocious. Atrocious. Kenne ich das? Experience in the River Legend. Nee. Ich dachte jetzt, oder ist das der? Es gibt da einen Film, da landen die in einem Heckenlabyrinth. Der ganze Found-Footage-Film. Ist das nicht der? Ich meine, der ist das. Warte mal. Der ganze Film spielt nur nachts in einem Heckenlabyrinth, aus dem sie nicht rauskommen. Oder ist das der mit der Kamera, mit dem Friedhof am Ende? Warte mal. Ja, es gibt ihn auf jeden Fall in Deutsch. Also ich habe den mit Sicherheit gesehen. Jetzt muss ich mal hier. Gucken wir mal bei Mike Klein. Der schreibt manchmal kleine Handlungszusammenfassungen mit rein. Mitgefühl, bla bla. Geschwister Christian und Julie kehren zum Ferienhaus ihrer Eltern zurück, um die Legende des vierten Mädchens mehr zu entdecken, wie es anderen ihren Sprung mit zwei Videokameras sich vorstellen. Labyrinthartigen Garten. Ja, das ist das mit dem Heckenlabyrinth. Alles klar. Sag ich doch. Ha! Mein Erinnerungsvermögen funktioniert doch. Juhu. Ich bin doch noch nicht ganz so verkalkt. Ja, der stinkt langweilig, der Kackfilm. Furz langweilig. Die ganze Zeit passiert gar nichts, außer dass sie sich da in diesem Heckenlabyrinth verirren und sich darüber aufregen. Oh, was machen wir jetzt? Leute, das ist eine Hecke. Das ist vielleicht so dickes Gebüsch. Da drückst du auseinander, dann kriegst du da durch. Oh, ich krieg da ein paar Schrammen. Aua, oder was? Sag mal. Es ist eine Hecke. Tritt dich da durch. Tritt die Hecke kaputt. Du tust dir dabei ein bisschen weh. Du wirst da nicht dran sterben. Das ist so bekloppt, echt. Also das ist, nee, also ja gut, okay. So, die Mitchell Tapes, Paranormal Activity 2, Subconscious, Trollhunter, mag ich sehr, obwohl du natürlich die ganze Zeit klar weißt, dass das jetzt nur Fake, weil, ja, die Trolle sind halt CGI, aber ich mag das Design von diesen Trollen. Auch wenn du ganz klar siehst, dass es CGI ist, ja. Und vor allem, das Finale gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Auch der Hauptcharakter, der titelgebende Trolljäger, finde ich großartig. Den mag ich wirklich. Den finde ich wirklich gut, den Film. Also das ist so eine Art Found-Footage, wie ich es mag, weil er macht auch gar keinen Hehl daraus. Das ist jetzt hier nur ein Stilmittel, ne. Klar, das ist jetzt nicht echt, weil du siehst jetzt die CGI-Monster, aber du kriegst was fürs Auge geboten. Der hat einen gewissen Spannungsbogen. Der hat ganz interessante, ganz nette Charaktere. Der hat ein bisschen Action sogar drin und alles. Es macht Spaß, das zu gucken. Das lasse ich mir viel lieber gefallen als irgendwelche Heckenlabyrinthe. So, weiter. Kenne ich wieder alles nicht. Okay. Ja, hier Tokio, es war ja auch da. Also die Paranormal-Reihe da, da habe ich jetzt nichts mehr zu sagen, weil das hat sich, weiß ich nicht. Und nachdem, glaube ich, ging das los, dass mir die ersten dann, die begegnet sind davon, die mir so ein bisschen gefallen haben, weil endlich mal ein paar Spezialeffekte passiert, ne? Und das ist dann plötzlich böse gewesen, ne? Irgendwie gibt es da einen Teil, da fliegen irgendwie nachher am Ende irgendwie die ganzen Küchenutensilien rum oder sowas? Oder wie war das? Oder war das nicht der, wo um die Kamera von links nach rechts schwenkte, immer wieder hin und her,
Und siehst du auf der einen Seite die Küche, auf der anderen das Wohnzimmer und das ist so ein Durchgangsbereich. Und dann schwenkt er rüber zur Küche, rüber zum Wohnzimmer, rüber zur Küche. Plötzlich sind alle Küchenutensilien und Stühle und Tische wie ein Stapel aufeinander getürmt. Von einer Sekunde zum anderen, wo du dich wirklich auch fragst, okay, wie haben sie das jetzt gemacht? Muss dann ein Schnitt gesetzt werden an der richtigen Stelle dann entsprechend. Dann okay, ne? Haben sie gut gemacht. Das hat, oh, wow, okay. Ne? War das einer von den Teilen? Das fand ich dann ganz nett, diesen Moment. Und dann den letzten Teil mit diesen Hexen da, wo die dann da irgendwie verfolgt werden und gejagt werden. Da geht halt richtig auch ein bisschen was ab. Da ist auch ein bisschen Spannung dann am Ende drin. Das fand ich dann auch ganz okay. Aber so gut, dass ich die jetzt kaufen würde, ist kein einziger Teil der Reihe. Nein. Kenne ich wieder alles nicht. Was? Okay. Wie viele gibt es denn hier? Paranoid Activity. Alter, Gott. Anneliese. Ist das der? Anneliese Exorzist Tapes? Weiß ich jetzt nicht. Scoo, den finde ich auch ganz gut, den habe ich auch. Da dreht sich es darum, dass der Typ, der mit der Found-Footage-Kamera filmt, ja, der Fluch, der liegt diesmal in der Kamera, mit der er filmt. Denn immer wenn er Leute filmt, da haben die manchmal ganz komisch verzerrte Gesichter auf den Aufnahmen. Und das ist Foreshadowing, denn kurze Zeit später, immer wenn Menschen auf diesen Aufnahmen die Gesichter so verzerrt haben, dann sterben die gleich grauenvoll. Das kann dadurch die Kamera praktisch vorhersehen mehr oder irgendwie so war das, glaube ich. Ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Das war dann so das Ding da. Ich weiß gar nicht, wie wieder ausgeht, muss man sich mal wieder angucken. Das kenne ich wieder alles nicht. Grave Encounters. Den ersten mag ich wirklich sehr. Wirklich, da war ich ganz überrascht. Weil, als ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, erstmal so die erste Hälfte, dachte ich so, oh Gott, was ist das wieder für ein Müll? Und aber ab dem Moment, wo sie plötzlich nicht mal, die gehen ja in so eine alte Irrenanstalt, ne? Ab dem Moment, wo sie plötzlich nicht mehr die Anstalt verlassen können, ab dem Moment war das Ding mega. Auch was da abgeht mit den Geistern. Also ich meine, gut, das ist halt Dulli-Kram, der auf Jumpscare-Scheiße basiert. Aber das genau, ja, so einen Film guckst du dir auch genau deswegen an. Ich finde es dann immer scheiße mit Jumpscares in einem ganz normalen Horrorfilm, weil in einem normalen Horrorfilm, oder sagen wir nicht Horror, sagen wir in einem normalen Gruselfilm, ja, der muss es schaffen, mir eine Gänsehaut zu verpassen, ohne dass er mich mit irgendeinem Jumpscare oder am besten noch mit einem Fake-Jumpscare erschrecken muss. Beispiel aus dem Real Life. Jeder von uns hatte ja mal einen Opa oder eine Oma. Ja, so. Und wenn ihr die mal besucht und ihr spielt irgendwie Verstecken oder irgendwie sowas, ja, dann kann das natürlich der Opa oder die Oma sich leicht machen und euch damit erschrecken, irgendwo aus der Ecke hervorzukommen. Buh! Ah! Ne? So. Oder Opa oder Oma sagt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte abends zum Einschlafen und erzähle dir die creepieste Gruselgeschichte, die du dir ausdenken kannst, die angeblich aus dessen Vergangenheit noch kommt und wirklich passiert sein soll. Am besten ein Haus weiter, ne? Weil Opa oder Oma wohnt in dem Dorf, wo sie wohnen, ja schon 200 Jahre gefühlt, ne? Wer hat wohl gewonnen für mich? Ja, der Geschichtenerzähler natürlich. Das ist nämlich 3 Milliarden Mal unheimlicher. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen können nach so einer Geschichte. Ja, nach einem kurzen Buh, ich bin's, die Oma. Ja, das hast du 2 Minuten später wieder vergessen. Das ist für mich der Grund, warum Jumpscares eigentlich nicht funktionieren. Es sei denn, ja, ich gehe in eine Geisterbahn und dann gucke ich halt sowas wie Grave Encounters, das sind so Filme wie in die Geisterbahn gehen. Ich will mich jetzt hier erschrecken lassen von lauten Monster-Effekten, plötzlich um die Ecke ist irgendwas Grässliches. Ja. Wiederum, was ich überhaupt nicht haben kann, ist, wenn ich dann sowas schon gezielt gucke und dann kommen Jumpscares und dann sind es Fake-Jumpscares. Oh, es ist nur der Freund, der ist jetzt durchs Fenster eingestiegen und hat alle überrascht. Ha! Ja. Oder, oh, da fällt ein Küchenbrett um. Oder irgendwie sowas. Lautes Geräusch. Oh Gott, ja, da ist ja aber gar nichts Böses. Das finde ich komplett behindert, egal in welchem Film, in welcher Form das passiert. So, Grave Encounters finde ich aber geil, weil da machen sie es richtig, meiner Ansicht nach. Und du kriegst auch genug fürs Auge. Den zweiten Teil, ja, fand ich auch noch okay. Ja, das war das ja nachher mit dieser anderen Dimension und dieser Tür und sowas da alles. Ging noch. Müsste ich mal wieder angucken. Ich habe nur den ersten, glaube ich, irgendwo rumfliegen. Ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Auf DVD, glaube ich, habe ich den. Egal. Megan is Missing kenne ich wieder nicht. The Tunnel, fürchte die Dunkelheit. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich den kenne. Kenne ich, glaube ich, nicht. Nein. World of the Dead, okay. Apollo 18.
Er ist ja sogar auf der Cosmic-Horror-Liste. Weiß nicht warum, aber naja. Da dreht sich jetzt einfach darum, aus der Ich-Sicht, weil es wird halt Video dokumentiert, eine Mondlandung, die nicht zurückgekehrt ist. Und warum? Ja. Und stellt sich halt raus, dass die halt eben auf einem Bereich des Mondes landen, der bisher nicht erforscht ist. Und da gibt es Leben. Ne? Nämlich so komische, insektenartige Steinwesen, die sich halt als Felsen tarnen oder so. Und dann halt angreifen. Das ist dann so ein bisschen das Ding. Das fand ich eigentlich ganz gut. Die fand ich ganz witzig, die Idee. Fand ich ganz nett gemacht. Ich mag den irgendwie so für seine Art. Weil da halt wieder was angeboten wird und weil es ein bisschen was anderes mal ist mit dem Mondthema, mit der Location, die da gewählt wurde. Das ist mir dann lieber als ein Heckenlabyrinth. So, dann kenne ich wieder alles nicht. Ja, Apartment 143, den hatte ich mal auf DVD. Das ist so ein Film, den kannst du dir mal angucken, dann ist aber auch gut. Da war das, glaube ich, so, dass in diesem titelgebenden Apartment, das ist irgendwie daneben, da wohnt einer und hört immer unheimliche Geräusche und guckt danach, was da passiert ist oder sowas. Und holt dann, glaube ich, auch irgendwie ein Team von Leuten dazu oder wie war das nochmal? Und dann ist das auch wieder irgendwas mit Dämonenbesessenheit und so, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das Ende hat mir, glaube ich, auch nicht gefallen und ja. Das war so ein Farm-Footage-Film, guckst du dir nochmal an und dann ist auch gut. Habe ich auch nicht mehr. Entschuldigung. Blub, blub, blub. Weiter. Komm schon. Das Ouija-Experiment. Werde ich mir ja irgendwann demnächst angucken. Ich habe den ja im Mediamarkt gefunden für, weiß ich nicht, was war das, 2 Euro oder so? Und das bei Ouija ist halt das Ding, warte. Ich hatte diesen Hollywood Blumhouse-Style Ouija-Film geguckt damals. Und dachte mir nur wieder, Alter, was ist das bloß mit diesen overhypten Filmen? Die alle so, oh, der beste Horrorfilm des Jahres. Und du guckst dir das Ding an und das ist einfach das Gleiche wie immer. Handwerklich komplett solide, schauspielerisch solide, aber eben alles nur solide und nicht wirklich geil, ja. So, und dann kam halt mein Vater nach Hause mit Filmen aus der Videothek und bringt der also auf DVD damals noch, oder war das schon Blu-ray? Weiß ich nicht mehr. Zu lange her jetzt, ne? Ja, hier, das gibt ja schon wieder einen neuen Ouija. Hä? So schnell? Ja, das wird wahrscheinlich irgendein Abklatsch sein. Egal, das war das Einzige, was da war. Ich habe den jetzt mitgenommen. Oh, naja, gut, was soll's. Und den fand ich dann aber tatsächlich überraschend gut, weil das auch mit dem Found-Footage, glaube ich, ganz gut funktionierte. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss den rewatchen. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran, leider. Ich weiß nur, dass ich den damals, den Experimentfilm, besser fand als diese generische Ursprungsware, sag ich jetzt mal, ja. Keine Ahnung, bin ich gespannt, wenn ich den rewatche. Ich müsste eigentlich mal die ganzen Dinger, meine ganzen Kisten durchwühlen, ich habe da aber keinen Bock drauf. Und dann alles zusammentragen, was da Found Footage ist und das mal irgendwie in einem Feedbacks vielleicht verwursten, aber ist mir jetzt aktuell zu viel Aufwand. Ich habe derzeit so viel Mist um die Ohren, auch andere Sachen, das ist, ja, fragt besser nicht. Was kenne ich wieder alles nicht? Das soll ja total mies sein, dieses Amityville Found Footage Ding, soll richtig, richtig mies sein. Das ist wieder so ein Beispiel. Es gibt ja irgendwie, weiß ich nicht, 400 Amityville-Filme oder so, keine Ahnung, ganz bescheuert gesagt, weil du den Namen Amityville auf jeden Film klatschen darfst. Es gibt da kein Copyright. Du kannst einfach irgendeinen Horrorfilm machen und sagen, so, in meinem Horrorfilm lasse ich jetzt irgendwie einen Gegenstand mitmachen und behaupte einfach, schreib da in mein Skript rein, dass das Ding aus dem Bestand, aus dem Original Amityville-Haus stammt. Und ich habe mir das jetzt gekauft auf dem Flohmarkt, weil, kultig, ne? Und schon ist der Fluch auch auf mein Haus übergegangen. Und dann kann ich dann einfach, oder auf mein Apartment oder meinen Kindergarten oder meinen Spielplatz oder weiß ich nicht. Und dann mache ich da jetzt irgendwelche Gespensterscheiße oder irgendeinen Monsterquatsch und das ist dann alles schuld am Amityville-Haus. Weil da kommt ja dieser eine Gegenstand her, ja? Keine Ahnung. Ja, du kannst einen Film drehen über kleine Kinder, die mit Spielzeug in der Sandkiste spielen. In der Sandkiste taucht plötzlich ein Monster auf, das nach und nach die Kinder frisst. Und ein unsichtbares Energiefeld umgibt den Sandkasten, dass die Kinder es nicht verlassen können. Und der ganze Film dreht sich jetzt darum, wie die Kinder versuchen zu überleben. Ja, und die Kinder spielen halt mit Spielsachen. Und eines von diesen Kindern hat eine Puppe und die war vorher Teil im Amityville-Haus. Hat da jemand irgendwie gekauft auf dem Flohmarkt oder so. Schon hast du Amityville Sandbox oder irgendwie so ein Scheiß. Total behindert, ja. Deswegen gibt das so wahnsinnig viele Schrottfilme, die gar nicht wirklich Amityville sind. Wieso ist jetzt hier dieses Kamerasymbol aufgetaucht? Willst du mir jetzt hier sagen, dass hier was abgekackt ist zwischendurch? Nee, ich spreche schon seit 44 Minuten. Gab es da irgendwelche Störungen? Gab es Standbild? Ich hoffe nicht. Okay, gucken wir weiter. So. Kenn ich alles nicht. Geh weg. Kenn ich alles nicht. Wir haben mal wieder was bei, was ich kenne. Hallo. Devil Inside.
Kenne ich, habe ich, erinnere mich null. Ich erinnere mich nicht an diesen Film. Der ist auch, glaube ich, ziemlich schlecht bewertet, so bei OFDB. Ne? Ich, was war das? Italien? Otto, Exorzismus? Forscht nach ihrer Mutter und wird dann in Exorzismus oder was? Keine Ahnung. Exorzismusfilm mit. Das ist nicht der, den ich meine. Der hieß irgendwie. Oh, wie hieß denn der? Na, vielleicht kommt er ja noch. Aber ja, ich hab den, aber ich erinnere mich nicht dran. Tut mir leid. Was soll ich machen? VHS, ja, ich bin immer noch dabei, die zusammenzusammeln. Ich weiß immer noch nicht, ich meine, ich kann mir das immer nicht merken, welche Teile ich davon habe und welche nicht, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den ersten und den dritten, also diesen Viral. Das ist, glaube ich, der dritte, ne? Dann fehlt mir der zweite, glaube ich. Ich weiß es aber auch nicht aus dem Kopf. Ist auch egal. Aber ich mag die Reihe. Also ich habe die ich gesehen habe, das waren, glaube ich, nur die drei, wenn ich mich recht erinnere, die waren alle gut. Und dann gibt es ja noch jetzt wieder neue, wo ich jetzt warte, dass die alle in Deutsch mal kommen. Ne? Chronicle finde ich großartig, obwohl das für mich eigentlich, ja, ich meine, gut, auch hier, das von Fulch ist wieder ein Stilmittel für mich. Was da abgeht, ist so unrealistisch, das kannst du halt nicht als das könnte ja sein, dass das echte Filmaufnahmen sind, was ja der Sinn von Found Footage ist. Ne? Weil du hast halt drei Freunde, die finden, das, im Grunde ist der Film genauso wie das Remake oder das Reboot zu Power Rangers. Ne? Die finden in einer Höhle einen merkwürdigen Gesteinsscheiß, kommen mit Berührung und haben dann Superkräfte. So ein bisschen, ja. Bei Power Rangers finden sie halt unter der Erde da diese Zordon-Höhle und so, ne? So. Und dann haben sie halt, wie gesagt, Superkräfte und der eine fängt dann an, diese Kräfte immer mehr zu missbrauchen. Und dann müssen die anderen ihn aufhalten. Ich glaube, er tötet auch einen von den beiden und der andere von den beiden, die jetzt noch übrig sind, will ihn dann aufhalten. Das ist wie so ein Superhelden-Finale dann am Ende, so ein kleiner Kampf, soweit ich mich erinnere. Das fand ich ganz cool, die Idee fand ich cool, das Setting fand ich gut, die Effekte fand ich nett. Muss ich mal wieder angucken, aber ich habe den halt. Auf DVD, glaube ich, habe ich den. So, Monsters in the Woods kenne ich wieder nicht. Question Mark kenne ich nicht. Projekt X ist auch ein bisschen was anderes. Den habe ich noch da zum noch angucken, aber ich kenne den bereits aus dem Verleih damals. Oder war das sogar im Stream, wo ich den gesehen habe? Weiß ich nicht mehr. Ist auch Found Footage. Und hier ist es tatsächlich gelungen, dass man das abkauft, finde ich. Weil das wirklich passieren kann. Das ist einfach eine Party. Ja, die Eltern sind nicht da und dann gibt er irgendwie einen Typ eine Party und die eskaliert total. Es kommen immer mehr Leute, weil er macht den Fehler, online, offen einfach, kommt zu mir, ne? Traut euch, kommt zu mir zu sagen, ihr Positiven. Ja, kommt her, wir haben hier eine riesen Party. Kommt alle her, wenn ihr Party machen wollt, wir haben einen Pool, wir haben hier ein großes Haus für uns alleine, viel Platz, wir können hier Party machen. Ja, und wenn du dir solche Leute einlädst, ja, lädst du dir natürlich auch Müll ein, lädst du dir natürlich auch die ganzen Spasten ein, die dann für Chaos und Zerstörung sorgen. Und genau damit endet der Film dann auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob auch jemand stirbt während des Ganzen. Weiß ich nicht mehr. Es endet in komplett totalem Chaos, das Ganze. Also das zeigt eigentlich nur auf, wie eine einzige Party nur in extremster Weise eskaliert. War aber ganz, ganz gut. Ich fand den damals ganz gut. Müsste ich mal rewatchen. Das kenne ich wieder nicht. Kenne ich alles nicht. Oder ich habe es gesehen und vergessen. Den kenne ich auch noch nicht. Das ist wieder, glaube ich, Asylum, wenn ich mich recht erinnere. Freakshow, okay. Freakshow Cinema, aha. So, wir sind ungefähr, halb durch, noch nicht ganz. Okay, also nicht. Hier, das Dinosaur Project, ja, den mag ich. Das ist doch, glaube ich, der mit dieser Insel, ne? Der ist ja im Grunde genommen sowas wie The Lost World, ein bisschen, nur in Found Footage, so ein bisschen, ja. Eine Expedition fährt da irgendwie, wo fahren die hin? In den Kongo. Ja gut, nicht auf eine Insel, sondern in den Kongo. Da soll es halt ein Gebiet geben, wo Saurier gibt. Ne? Und dann machen da so ein paar CGI-Viecher mit, das war, glaube ich, ganz nice. Es gibt noch einen weiteren, da waren die Saurier Practical. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, den habe ich auch nicht. Den fand ich aber auch gar nicht so scheiße. Er war auch nicht wirklich geil, aber ich fand den, weil die Saurier halt Practical waren, ganz nett. Die waren so ein bisschen, sahen aus wie so rötliche Raptoren, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch nur einen Typen von diesen Sauriern. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Aber naja, falls ihr da was wisst, war ein Footage-Film mit Practical Effect Sauriern. Ich weiß nicht, ob der noch kommt und dann vielleicht überscrolle ich den, weil es gibt noch einen richtig schlechten Saurier-Found-Footage, der kommt wahrscheinlich auch noch. Da weiß ich aber noch in etwa, wie er heißt, wenn ich dann den Titel gleich lese, werde ich sagen, ah genau, der ist das. Der war Müll, da komme ich dann aber zu. Little Big Boy, Community. Okay. Bigfoot, ja, habe ich ja auch drüber gesprochen. War ja auch, der ist auf der Cosmic-Horror-Liste der Film, warum auch immer, ja, die suchen halt nach Bigfoot, finden dann auch ganz viele mysteriöse Dinge im Wald, am Ende stellt sich aber raus, da ist nichts mit Bigfoot, oder schon,
aber auf anderer Ebene, denn es gibt noch was viel, viel Gefährlicheres und Unheimlicheres dort. Ja, und dann kommt so irgendwie helles Licht und irgendwie keine Ahnung. The Bay finde ich super, ich mag den. Das ist auch eher eine Fake-Doku und das dreht sich einfach um ein Hafengebiet mit einer kleinen Hafenstadt. Hier steht ja auch, ist eine kleine Maryland, ja, small, also eine kleine Stadt in Maryland einfach, ja. Und da bricht plötzlich irgendwie eine komische Seuche aus. Die ganzen Menschen fangen da an, krank zu werden auf übelste Weise und sterben dann noch qualvoll. Und keiner weiß warum. Und dann stellt sich dann irgendwie raus, dass es da irgendwie eine neue Art von Parasiten gibt, die da irgendwie im Wasser ist. Wegen irgendwelchen Genforschungen oder so in der Art war das, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. War aber ganz geil, der Film, der hatte was. Ich mag den, ich habe den da auf Blu-ray. Das kenne ich wieder alles nicht. Nein, 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 nein. Das Grave von Counters 2, hier sieht man auch mal so einen Geist. Ich finde das halt ganz geil mit diesem aufgerissenen Maul und so. Das war so damals eines der ersten Male, dass sowas auftaucht im ersten Teil. Mit diesen langgezogenen Mäulern immer. Ne? Und dann hat man das ja tausendmal in tausend anderen Filmen kopiert, immer wieder und immer wieder. Es kann natürlich auch sein, dass es davor schon was gab, wo das so aussah. Mir ist es hier zum ersten Mal aufgefallen, im ersten Teil von Grave Encounters. Gut. Erstaunlich, wie viele Found-Footage-Filme das gibt, die ich alle nicht kenne. Hammer. Echt Hammer eigentlich. Alter Vater. Kenne ich alles nicht. Hammer. Gut, man weiß natürlich auch nicht, ob es die auch alle in Deutsch gibt, ne? Das ist natürlich die Frage. Aber jetzt, wenn ich das hier alles so sehe, ey, ne? Ach, krass. Ghost Movie. Da ist nochmal VHS2 oder VHS. Ghost Team Haunted. Frankensteins Army. Ha, da ist wieder einer, den ich kenne und auch habe. Den finde ich auch gut, weil da halt auch viel der Punk abgeht, ja. Das spielt, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg und dann finden dann eine Bataillon von Soldaten, müssen sich da irgendwo hinfliehen und finden dann von diesem Frankenstein oder da weiß ich gar nicht, heißt der auch Frankenstein? Also die finden da halt so ein bunkerartiges Tunnel- und Räumesystem und da macht der halt seine bizarren Experimente mit und erschafft Monstren, ne? Und dann müssen sie sich gegen die erwehren. Finde ich geil, ich finde den guten Film, ich mag den. Auch wegen dem Kreaturendesign, das überwiegend handmade ist, ne? Devil's Pass, richtig, den gibt es ja auch noch. Basiert auf dem Jatloff-Pass-Zwischenfall so ein bisschen. Ne? Geht dann aber in eine sehr fantastische Richtung am Ende. Was ich aber mag, ich finde das okay. Und ich finde den auch ganz gut von der Stimmung und auch von den Darstellern, den finde ich den jetzt nicht so schlimm. Also, das ist einer der besseren Found-Footage-Filme, finde ich. Frankenstein-Theorie, aha. Weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Einige sind hier zweimal drin, warum auch immer. Caruto. Noch nie gesehen. Mr. Jones, ja, der ist auch ganz gut, verlässt aber im letzten Drittel den Found-Footage-Bereich. Ganz klar. Das letzte Drittel ist, da kannst du ja nicht mehr erklären, na, wer hat das jetzt gefilmt, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das dreht sich halt darum, es gibt diesen Künstler, Mr. Jones, der merkwürdige, ja, merkwürdige Skulpturen aus Zweigen, Ästen und anderen Teilen baut, die Kultstatus haben, weil Mr. Jones ist anonym und verschickt diese Figuren random an irgendwelche Menschen. Du kriegst plötzlich Post, ein Riesenpaket, hä, was? Packst das aus und da ist so eine bizarre Statue drin, ja, oder was heißt Statue, so eine Figur halt, eine riesengroße. Und das ist dann aber relativ schnell bekannt und die sind dann relativ viel wert, ja. So, und jetzt ist da irgendwie so ein junges Paar und die machen da irgendwie Urlaub in den Wäldern und finden plötzlich, ja, das Grundstück von Mr. Jones, wo er diese Dinger herstellt. Und sie weiß halt von dem Mr. Jones und ist ganz fasziniert auch von dem Kult um den und forscht dann immer tiefer und er hilft ihr dann und dann eskaliert das immer mehr. Der war ganz gut. Ich finde den gut. Ich mag ihn. Vor allem das Ende in diesen Höhlen und so, das war ganz creepy sogar ein bisschen. Den mag ich eigentlich. Ja, Raw, der Fluch der Grete Müller, das war überhaupt nichts. Da war auch damals ein kleiner, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein Hype oder ich habe den bekommen und jemand wollte unbedingt, dass ich mir das angucke und da war ich so gelangweilt von dem Quark. Das war überhaupt nicht meins. Willow Creek, keine Ahnung, ob ich den gesehen habe. Das kenne ich wieder alles nicht hier. Europa Report. Oh, Entschuldigung. Habe ich auf dem Kanal auch drüber gesprochen. Ich glaube, das war auch. War das nicht auch im Cosmic-Horror-Bereich? Naja, die landen halt auf diesem Jupiter-Mond Europa
und erforschen den so ein bisschen und finden da tatsächlich unter dem ewigen Eis Leben, womit der Film dann leider auch endet. Ne? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es auch wieder eine andere Location ist, auch wieder ein bisschen mit Science Fiction verbunden und das fand ich ganz gut. Ja. Delivery, Prank, Silent Lake. The Jungle habe ich hier liegen, da irgendwo da. Da dreht sich das ja um eine Kreatur, wie man ja an dem Auge hier auch erkennt, im Dschungel, wo du denkst, oh geil, ein Creature-Feature. Ne? Ich habe mich darüber inzwischen aber hinlänglich belesen. Du siehst das Ganze, den ganzen Film über nicht ein einziges Mal das Monster, soweit ich da gelesen habe. Ja, es geht um ein Monster und den ganzen Film über siehst du es niemals, wenn ich ja jetzt richtig mich erinnere. Wenn ich da jetzt falsch liege, schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann lege ich ihn nämlich nach oben, dass ich ihn demnächst mal gucke. Mich interessiert das nämlich eigentlich. Es gab es nämlich in der Art noch nicht. Ein klassisches Creature-Feature im Found-Footage-Stil. Mit einem Gummimonster oder von mir aus auch einem guten CGI-Viech. Ist mir egal. Ich bin da ja nicht so schlimm, nicht so pingelig drin. Ne? Aber ja, muss ich noch gucken. Ich kenne ihn noch nicht. Vielleicht ist der Film aber auch, wenn man das Vieh nicht sieht, vielleicht ja als Film gut. Kann ja auch sein. Das ist ja egal dann. Ne? Was ist sogar ein deutscher Titel? Mörder, Kannibale, Zombie, Human Meat. Ist mir noch nie begegnet. Keine Ahnung, was es sein soll. Die Band, das Banshee-Chapter, das ist Found-Footage basierend auf From Beyond. Es wird sogar in dem Film von den Hauptcharakteren Lovecraft und die Geschichte From Beyond über dem Jenseits erwähnt. Und das, was sie am Ende dann finden, basiert dann auch so ein bisschen auf diesen, was da passiert, also mit interdimensionalen Wesen und so. Und der eine Typ ist dann ja auch ein bisschen mutiert nachher und hat ganz lange Finger und so Sachen. Viel mehr auch fürs Auge bekommt man da jetzt nicht. Aber so als Found-Footage selbst ist der ganz in Ordnung, der Film. Der hält einen ganz gut bei der Stange. Es ist solide, das Ding, würde ich sagen. Ja, ja, und das hier ist einer meiner Lieblings-Found-Footage-Filme. Borderlands. Finde ich großartig, weil der Film komplett eigentlich auch komplett auskommt ohne vordergründige Effekthascherei. Wirklich. Und nur auf Stimmung, Atmosphäre und Schauspiel setzt und das funktioniert auf allen Ebenen. Die beiden Hauptfiguren machen ihre Sache großartig, ja. Dieser mürrische Ältere und der irgendwie so ein bisschen, ja, der wirkt immer irgendwie so ein bisschen, als würde der verbergen, dass er eigentlich ein kleines Arschloch ist. Ganz komisch. So, wenn man Menschenkenntnis hat, dann hat man so ein komisches Gefühl, ein komisches Bauchgefühl bei dem Jüngeren, fand ich immer. Und dann nachher dieses Ende. Das, als ich den Film zum ersten Mal sah, ohne Scheiß, als ich das zum ersten Mal sah, habe ich überhaupt nicht kapiert, was war das denn jetzt? Was ist da jetzt passiert mit den beiden? Das ist ja furchtbar. Was, hä? Dann habe ich das ganze Ding, also jetzt nicht den ganzen Film, aber diese ganze Endsequenz ab da, wo sie in die Höhlen unter der Kirche hinabsteigen, habe ich komplett nochmal zurückgespult und mir nochmal angeschaut, um auf Details zu achten. Dann habe ich dann so ein bisschen was da auch verstanden, war mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Und dann habe ich dann zu Hause, also ich habe den im Stream zum ersten Mal gesehen bei meinem Vater, und dann habe ich dann zu Hause darüber gelesen, ob ich da richtig liege. Es gibt ja immer so Explained-Videos oder auch Explained-Beiträge, also auch ne, Leute, die halt eben Texte dazu schreiben. Und da habe ich ein Interview auch mit dem Regisseur gefunden und er sagt auch, eigentlich hätte man ein Budget dafür gehabt, wäre der mit dem Ende noch in eine viel, viel kosmischere Richtung gegangen, Richtung Lovecraft. Das war eigentlich seine Intention, aber das Budget gab nicht mehr her als das, was am Ende passiert, was ich jetzt aber nicht spoilern werde, weil es ist mega. Es ist so minimalistisch eigentlich, ja, aber es ist einfach mega. Und wenn man versteht, was mit den beiden passiert, dann ist es auch richtig fies. Richtig fies. Vor allem, wenn man so ein bisschen Platzangst hat, ne? Das ist echt fies. Das Ende ist fucking fies. Kann man nicht anders sagen. Aber genau deswegen funktioniert der Film auch so gut. Weil die beiden Hauptfiguren sind ja nicht unsympathisch. Das ist schon, ja. So, Paranormal Diaries, Club Hill, habe ich, glaube ich, nie gesehen. Sacrament liegt hier noch. Ich scheue mich, den zu sehen. Ich weiß, ah, oh, und Ty West, und oh, guckt den unbedingt. Aber ihr kennt mein Problem. Das ist halt ein Film über eine Sekte, die gewinnt. Ne? Und es ist immer der gleiche Scheiß. Und hier halt einfach mal aus Film, aus Found-Footage-Perspektive. Ja, da ist halt eine Gruppe, die wollen über eine Sekte berichten, werden freundlich von denen eingeladen und führen Interviews mit den Mitgliedern und mit dem Sektenanführer und bla bla bla. Und plötzlich stellen sie fest, oh, wir kommen hier ja gar nicht mehr weg. Und da stellen sie wohl fest, oh, scheiße, wir sollen irgendeinem, ja, Satan oder irgendwas geopfert werden. Ich weiß nicht, dann wird es wahrscheinlich am Ende so sein, dass die alle draufgehen und Ende. Was mich da noch interessieren würde, ist, basiert das auf einer wirklich existenten Sekte? Oder ist das fiktiv und ich kriege am Ende noch ein bisschen Monsterspuk zu sehen? Dann wäre ich ja wieder halbwegs dabei.
weil es was das Auge. Aber ich gehe davon aus, dass es alles auf Realismus basierend und die werden dann irgendwie abgeschlachtet und Ende. Dann endet das. Weiß ich nicht. Ja, ich klag, wo ich mir den immer mal an, ich habe den hier. Selbstverständlich, aber ich erwarte da gar nichts. Afflicted hingegen finde ich großartig. Ja. Zwei Freunde machen, wo in Frankreich, glaube ich? Hier steht nur ein Trip, okay. War es nicht in Frankreich? Da machen die irgendwie Urlaub und dann auf einer Party wird der eine von den beiden, das ist ein Asiate, Derek Lee, genau, und der wird gebissen von der Eulen, mit der macht er da rum, ja. So, und dann verschwindet die. Und dann stellt sich halt raus, ja, die war ein Vampir und jetzt wird er auch zum Vampir. Erstmal ist das so ein bisschen wie bei Chronicle, er entdeckt halt übermenschliche Kräfte, kann auf Gebäude springen und so, ja, ja, und dann kommen aber auch die Nebenwirkungen, ne? Er kann halt kein Sonnenlicht mehr ab und so. Und was da denn alles passiert und abgeht, ist großartig. Auch saumäßig spannend und du weißt auch wirklich den ganzen Film über nicht, was passiert als nächstes, bis zum Schluss nachher, also wirklich. Den finde ich mega, den Film. Ist auch für mich einer der besten Found-Footage-Filme. So, den kenne ich wieder nicht. Jetzt kommen wir hier zur nächsten Seite. Jetzt sind wir dann noch über der Hälfte durch. Ich habe jetzt hier mit einem 6-Stunden-Video gerechnet, um ehrlich zu sein, aber es sind jetzt nur eine Stunde haben wir erst. Also es wird 90 Minuten vielleicht. Ja, mal gucken. Vielleicht 2 Stunden. Kenne ich wieder nicht, kenne ich wieder nicht, kenne ich wieder nicht. House with 100 Eyes, Last Witch, kenne ich alles nicht. Kenne ich alles nicht, kenn ich nicht. Jo. Ne, es wird immer neuer jetzt übrigens. Ich habe auch schon lange keine Found-Footage-Filme mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Aber es gibt auch noch viele, die ich jetzt hier noch vermisse. Ja, kenne ich alles nicht hier. Aber die müssten dann ja alle noch kommen eigentlich. Wer, das Biest in dir? Ja, war der im Found-Footage-Stil? Oder war das wieder nur teilweise? Ach nee, das war glaube ich so wie so eine Fake-Doku gemacht. Was juckt mich denn hier am Ohr? Mich muss irgendwas gestochen haben am Ohrläppchen. Das nervt, ey. Kennt ihr das? Der ist kein Hubbel, also der ist kein Mückenstich. Aber es juckt. Ich doch mal rein. Das Biest in dir. Habe ich hier und ich hatte den von einer ganzen Weile mal rewatched und war total enttäuscht. Ich weiß noch, ich habe den zum ersten Mal aus dem Verleih gesehen oder auch im Stream, weiß ich nicht mehr. Ist ja für mich fast das Gleiche. Du bezahlst ja auch eine Gebühr für einen Film, den du streamst, ne? Und fand den damals mega. Und ich meine, also ich hatte in meiner Erinnerung, ich fand den so mega wegen dem Ende. Ne? Und dann habe ich den ja auf Blu-ray hier und guck den nochmal und freue mich drauf. Und am Ende war das irgendwie ganz unbefriedigend. Irgendwie war das, ich weiß, oder gibt es da ein alternatives Ende oder was? Hat denn ein Film beim Stream ein anderes Ende als als in der finalen Form für den physischen Markt? Oder ich weiß das nicht mehr. Der war auf jeden Fall dann nicht mehr so befriedigend zu Ende. Ja, weil ich meine sogar, es war sogar in der, ich erinnerte mich daran, dass er, der da dieser Werwolf ist, mehr oder weniger, wenn man das dann einen Werwolf nennen will, sehr relativ realistisch gehalten, ja, entkommt. Nee, ich glaube, der wird gnadenlos getötet am Ende. Und das fand ich dann so, oh, naja. Er kann ja nichts dafür, dass er eine Bestie ist, ne? Hat er sich ja nie ausgesucht. Und geht ja ganz schön durch die Hölle den ganzen Film über, aber naja, gut. Mitleid mit dem Monster ist halt so ein Ding bei mir manchmal. Das kenne ich wieder alles nicht. Oh Gott, ey. Hangover Girls, was soll das denn sein? Sorgoy Prakov, okay. The Addicted. Devil's Due, den kenne ich. Den habe ich aber, glaube ich, gar nicht. Den habe ich, glaube ich, gar nicht. Der war, glaube ich, ganz gut. Dann machen die auch irgendwie Urlaub in ach genau, es ist nicht Urlaub, sondern es ist hier Hochzeitsreise. Und sie wird dann irgendwie auch irgendwie von so einem Kult irgendwie reingelockt in so einen Club oder so. Die führen sie da hinten in so einen Raum rein und dann setzen sie ihr irgendwas ein. Sie ist auch total besoffen dann irgendwie oder betäubt oder was. Also, ne, und dann haben die ihr irgendwie einen Dämon eingepflanzt, den sie jetzt als Kind austrägt dann. Irgendwie so darum dreht sich das, glaube ich. Der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was ist das denn? Blackwater Vampire. Okay. Die Höhle. Ja, den finde ich sehr gut, den Film. Das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist, ja, man hätte da noch, also die Möglichkeit hätte sich hier angeboten, am Ende eins draufzusetzen mit einem übersinnlichen Element. Weil die Stimmung des Filmes ist der Hammer. Es dreht sich nur darum, dass dann ein paar, wie viele Roller sind das? 5. 5 Freunde, ja, wie bei Descent, kriegen die halt in ein unerforschtes Höhlenlabyrinth rein. Und das Ding stürzt dann ein. Dann kommen sie dann nicht mehr raus. Und das ist so dermaßen klaustrophobisch und gut gemacht und hat eine so dichte Stimmung und Atmosphäre. Und die Darsteller machen das auch echt gut. Das ist auch kein Amerikaner. La Cueva, was ist das? Spanisch oder was? Habe ich auf DVD hier.
Und hätten sie da noch irgendwas Übersinnliches eingebaut, was richtig schön fucking unheimlich übersinnlich ist, das wäre der Megahammer. Das haben sie aber nicht gemacht. Das endet dann eher auf realistischerer Ebene, sage ich jetzt mal. Ne? Trotzdem ist es ein sehr guter Film. Ja. Tape 13, Lucky Bastard, Exist. Das ist, glaube ich, sogar von den. Ist das nicht sogar von den. War da nicht sogar irgendwie so, dass die Blair Witch-Macher da ihre Hände drin haben? Finde ich auch einen guten Found-Footage-Film. Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Weiß ich ehrlich gesagt im Kopf gar nicht. Es dreht sich um Bigfoot. Und du siehst diesen Bigfoot auch. Aber erst als Highlight ganz am Ende. Ne? Also die ganz am Ende. Und der haben sie gut gemacht, finde ich. Ich finde, der sieht gut aus, der Bigfoot. Der hat aber auch vorher schon eine gute Stimmung und ich mag den. Ich fand den wirklich überraschend gut, den Film. Hat mir wirklich Spaß gemacht damals. So, dann Creep. Habe ich auch gesehen. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen zweiten. Ne? War wieder überhaupt nicht meins. Es war wieder überhaupt nicht meins. Hat mich überhaupt nicht abgeholt, das Ding. Aber gut. Open Windows, ja, mag ich auch. Das ist ja so, dieses Found Footage, da gibt es ja auch noch so ein Horror-Ding. Das ist ja hier eher so ein Thriller-Teil. Das ist gemacht wie, als wenn du einer Skype-Sitzung zuschaust. So, ja. Also du bist jetzt nicht mit der Kamera unterwegs, sondern du siehst alles auf Monitoren und Chatverläufe und Cam-Gespräche und so. Darauf ist es alles aufgebaut. Das haben sie aber ganz gut gemacht. Ist auch ganz gut besetzt natürlich, hier mit Elijah Wood zum Beispiel, ne. Aber ja, ob das alles so passt und realistisch wirklich umgesetzt ist, das ist natürlich die Frage. Und es gibt halt noch so einen Horrorfilm. Da werden die irgendwie Open Windows, ist der hier und der andere heißt dann irgendwie. Vorher müsste ja noch kommen. Muss ja noch kommen. Komm ich da so noch drauf, wie der hieß? Ach, scheiße. Gab es da nicht sogar zwei Teile von? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir gucken. Das kenne ich wieder alles nicht, Leute. Hier Brown Mountain Alien Abduction, den habe ich hier. Den gab es mal im 1-Euro-Shop. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss ich mir nur angucken. Jetzt weiß ich mal, aha, das ist also ein Found-Footage-Film. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich hier. Asylum, Apocalyptic, 1986, Candid, Coffin Footage, Wax, Inner Demons. Okay. Earth to Echo, ja, den habe ich auch. Jo, das ist im Grunde genommen so eine Mischung aus E.T. und das Wunder in der 8. Straße in Found-Footage-Stil. Der ist wie so ein Science-Fiction-Kinderfilm. Die finden dann dieses Echo, das ist so ein Alien-Dingsbums und freunden sich mit dem Vieh an. Das finden die auf dem Schrottplatz, glaube ich, oder so. Ein paar Kinder finden das und dann natürlich sind dann andere Leute hinter dem Ding her, weil in seinem kleinen Körper ist eine unheimliche Energiequelle oder so. Und es geht eigentlich nur darum, ja, der möchte halt nach Hause telefonieren, mehr oder weniger. Er möchte halt nach Hause zurück, auf seinen Heimatplaneten. Dafür muss er aber ein UFO wieder reaktivieren. Und das zu tun, darum dreht sich das in diesem Film. Das, wenn man sowas mag, so diese E.T.-Scheiße, ne, auf gut Deutsch, so ein bisschen, ja, E.T. Nummer 5 lebt, Wunder in der 8. Straße, ne, so, oder Explorers oder so in der Richtung, so, kann man sich durchaus geben. Ja. Wenn man mit dem CGI klarkommt, ist halt viel CGI drin, aber es ist in Ordnung. Für so einen Kinderkram ist es in Ordnung. Mal was anderes halt. Es verlässt mal diese ausgelatschten Horrorpfade. Ne? War ganz okay. Ich hab den hier. Bleibt auch in der Sammlung, ganz klar. Das kenne ich wieder alles nicht, ey. Storm Hunters habe ich auch. Das ist mal der Found-Footage-Take auf den Katastrophenfilm. Das ist im Grunde genommen eine ähnliche Story wie bei Twisters. Ja, Storm Hunters halt. Die halt diese Wirbelstürme jagen und dann mitten in der Stadt bricht da dann das Chaos aus. Und verschiedene Personen haben halt ihre Kameras dabei, auch Privatpersonen sieht man teilweise. Es ist dann so ein bisschen zusammengeschnitten, aber nicht zu wirr. Du kannst dem gut folgen. Und das ist dann teilweise recht spektakulär. Man muss natürlich mit der Qualität der Effekte klarkommen. Wir haben es hier nicht mit einem Multimilliarden-Dollar-Blockbuster zu tun, aber sieht es gut aus. Es sieht weitaus besser aus als 90% der Katastrophenfilme, die ich in dem Katastrophen-Trash-Feedbacks besprochen habe, mit Chris zusammen zum Beispiel. Da wollte ich ihn eigentlich auch reinnehmen, aber ich finde die Blu-ray nicht wieder. Ich habe den hier auf Blu-ray. Ich hatte den auch auf DVD schon. Ich wollte jetzt aber nicht einfach die DVD rewatchen, wenn ich den auf Blu-ray hier habe. Ich finde den aber nicht wieder. Ich habe den aber. Irgendwo im Chaos liegt der, 100 Pro. Ich habe den noch. Weiß ich. Irgendwann gucke ich den mal. Nochmal. So, das kenne ich wieder alles nicht. Ja, Katakomben habe ich mittlerweile abgestoßen. Ja, der Film hat es geschafft, dass ich ihn abstoße. Weil da ist so viel Bullshit drin. Vor allem nachher im letzten Drittel. Das mache ich nicht mit. Das tut mir leid. Also ich meine, die Location ist ja cool, die Katakomben unter Paris gibt es ja wirklich, da haben sie eine sehr gute Location gewählt. Dann geht es aber in diesen christlichen
Horrorbereich hier mit Satan und du wirst die Hölle kriechend betreten und dann nur alles, was an Horror passiert, ist dann basierend auf den Traumata der verschiedenen Charaktere, weil mehr fällt uns nicht ein. Ja, das war mir alles zu wenig, tut mir leid. Und dann dieses Ende, ja, die gehen den ganzen Film bis zu da, wo es dann brenzlig wird und die große Heldin geht den ganzen Weg in gefühlt 2 Minuten zurück, um das Böse rückgängig zu machen. Ja, ob du mich verarschen willst, habe ich dich gefragt. Also es ist total bescheuert. Also das Ende haben sie verkackt, denn lieber ein böses Ende. Ja. Aber ja, gucke ich mir nie wieder an, brauche ich nicht mehr. Das hier hingegen gefällt mir sehr gut. Digging Up a Marrow oder auch How to Catch a Monster mag ich sehr. Die Monster sieht man, aber nur ganz kurz immer. Das reicht aber auch. Die sind nämlich CGI überwiegend und es ist halt, ja, ist ähnlich wie bei Trollhunter, nur dass man hier weniger sieht von den Wesen. Aber es ist in Ordnung, man kriegt ein bisschen was zu sehen und es spielt halt eine der Hauptrollen. Also das, was bei Trollhunter der Trollhunter ist, das ist halt hier dieser Monsterjäger. Der wird gespielt von Ray Wise, den ich auch gerne sehe. Da weißt du natürlich auch gleich, wenn du den siehst, ja okay, das ist jetzt ein Hollywood-Schauspieler unter anderem. Der hat ja auch den Gegenspieler vom Creeper in Jeepers Creepers 2 gespielt. Ne? Den mag ich aber gerne sehen, den Ray Wise. Der macht gute kleine Horrorfilme, zum Beispiel auch Dead End. Finde ich großartig, den Film. Da spielt er ja auch eine der Hauptrollen. Und eben hier. Und ja, also ich mag den. Der ist schon cool. Ist schon nett gemacht, das Ding. The Mirror. Jurassic Island. Ist das der? Das ist dann, glaube ich, der mit den handgetrickten Sauriern. Kann das sein? Warte mal. Ich mache jetzt mal kurz was. Jurassic Island Movie Creatures. Dann gucken wir mal nach Bildern, ne? Nee. Was ist das denn für ein Scheiß? Heilige Kacke! Was ist denn? Alter, das ist ja wieder so wie nachträglich raufgeklebtes CGI. Nee, das ist der nicht. Nein, auf keinen Fall. Alter. Okay, kenne ich nicht. War VHS viral? Gut. Ja gut, dann fehlt mir der zweite wohl. Okay. Bodom. Okay. Outpost 37, die letzte Hoffnung der Menschheit. Den habe ich auch. Ey, Alter, wie war denn das nochmal mit dem? Die wollen doch da dieses Ding, das aus der Erde ragt, zerstören. Das ist irgendwie so eine Alien-Basis, ne? Und da sind da einfach ein paar Soldaten. Das ist ähnlich wie bei Battle Los Angeles so ein bisschen. So eine Soldatentruppe soll das Ding dann zerstören. Und dann wird das mit Kamera alles verfolgt. War aber jetzt auch nicht so scheiße. Fand ich, glaube ich, ganz gut. Das kenne ich wieder alles nicht, ey. Moorland. Heidi, BTF. American Descent, aha. The Exorcism, die Mumie des Grauens. Ach du Scheiße. The Taking, der soll ja sehr gut sein. Gibt's, glaube ich, immer noch nicht in Deutsch, oder? The Taking of Deborah Logan soll sehr, sehr geil sein. Ist übrigens auch auf der Lovecraft-Liste. Aber es gibt die, glaube ich, nicht auf Deutsch. Weil die Alte soll das auch sehr gut machen hier. Es ist irgendwie so ein Besessenheitsding wieder. Soll aber gut sein. Habe ich nur Gutes von gehört bisher. Aber gibt's nur in Englisch, soweit ich weiß. Wir sind gleich durch hier, ne? Er fehlt ja massenweise. Ich sage jetzt mal, wir sind jetzt hier bei 401 von 520, aber vielleicht kommen die ja alle gleich noch. Wo ist Jerusalem? Wo ist UFO? Den ich immer noch nicht habe. Den fand ich großartig. UFO, was für ein bescheuerter Titel. Was für ein hundsmiserables Cover, ja, bei UFO. Der Film ist mega. Weil das ist ein richtig krasses Vieh, das Menschen schmelzen kann, dieses Alien, um das es da dann wohl geht. Und so, was gibt's da noch? Was fällt mir da noch ein, was jetzt hier noch nicht war? Ja, wie gesagt, der mit dieser Eulen da, komme ich jetzt nicht auf den Titel. Also dieser Exorzismus-Ding aus Hardcore Henry ist ja eigentlich auch nicht dabei. Hier Hotel Inferno ist nicht dabei. Wenn die denn als Found-Footage gelten, weiß ich ja halt nicht. Da gibt es bestimmt noch mehr, was mir einfallen würde. Wenn ich lange genug drüber nachdenke, würde mir bestimmt noch mehr einfallen. Bin ich mir sicher. Naja, gucken wir mal weiter. Gucken wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir ja auch alles noch. Ouija Experiment 2 habe ich nie gesehen. Es gibt dann eine Fortsetzung. Richtig, es gibt dann eine Fortsetzung. Keine Ahnung, ob der was kann. 1,8, ich glaube nicht. Okay, Nightmare Code. Die Präsenz. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich auch gesehen. Richtig. Ich erinnere mich aber nicht dran. Aber ich habe den gesehen. Dieses Cover habe ich gesehen. 100% habe ich den Film gesehen. Es muss im Stream gewesen sein. Null Erinnerung.
Null. Genau, es gibt auch diesen Heilstätten, ne? Heilstätten gibt es da auch noch. Der ist auch nicht dabei. Oder Urban Explorer. War doch auch Found Footage, oder? Urban Explorer, wo sie da in diesen unterirdischen U-Bahnen, in diesen verlassenen U-Bahn-Bereich gehen und da ist irgendwie ein Killer, ein grobschlächtiger Killer, der die dann jagt. War doch auch Found Footage, oder nicht? Oder irre ich mich da? War das ein ganz normaler Film? Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht mehr. There's something in the Piligar. The Pyramid, den habe ich auch. Den mag ich auch. Am Ende mit Anubis, ne? Ich mag den. Ich finde den ganz gut. Viele hassen den, weil dieser Anubis ist halt ganz krass CGI, ne? Das macht mir aber nichts aus. Mein Gott, es ist ein Horrorfilm. Es ist jetzt kein Blockbuster und in Ordnung. Ja. Hauptsache, du hast Spaß bei dem Film und das ist dann schon in Ordnung. Bei Found Footage habe ich keine große Erwartung. Jetzt fällt mir der nächste ein. Yellow Brick Road. Der ja sogar ein bisschen in den Cosmic-Horror geht. Fand ich auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch einen, da weiß ich aber nicht mehr, wie der heißt. Da dreht sich das um die, hier, wie sagt man dazu? Die Entrückung. Also, da sind auch Leute in der Natur unterwegs, irgendwie in so einem Gebirgspass oder irgendwie sowas. Und plötzlich ist einer von denen verschwunden. Puff, weg. Einfach von jetzt auf gleich, weg. Ich glaube, du siehst manchmal auch, wie einfach einer verschwindet. Das ist dann auch wirklich einfach so. Also, du siehst nicht irgendwie einen Effekt, die Person ist einfach weg. Ja. Den fand ich auch nicht so doll, den Film. Aber das Ding gab es auch noch. Das war auch Found Footage. Dann gucken wir mal weiter. Mothman Curse, Paranormal Retreat. Ich kenne ja alles nicht. Black Eyed Children, Graduation Day, Atticus Institute. Kommt mir schon wie bekannt vor. Kommt mir bekannt vor, aber ich erinnere mich nicht wirklich. Weaponized Power of a Possessed Woman. Soon Discovered Forces. Weiß ich nicht, habe ich den gesehen? Die Entity. Ja, Entity, richtig. Das ist doch das, wo sie diese Kameraaufnahmen finden, ne? Dann gehen sie am Ende nachher zu diesem Friedhof. Da ist irgendwie was mit dem Friedhof nachher, der ganz unheimlich war, richtig? Medienstudenten, genau. Machen eine Dokumentation über virale Internetvideos, genau. Und gucken dann nach, richtig, suchen dann da Material und finden dann nachher am Ende dann so ein Video mit einem alten Fluch. Und dann endet das alles auf so einem komischen Friedhof. In so einer Gruft, da finden sie dann auch wieder Videomaterial. Ich weiß das gar nicht mehr. Den habe ich auch. Der war auch ganz okay. Der war ganz okay. Projekt Almanac, den habe ich auch. Wie war das da nochmal? Warte mal. Ja, das mit der Zeitmaschine, genau. Habe ich den hier oder habe ich den nur gesehen? Da bin ich jetzt gerade überfragt, ob ich den auch hier habe oder ob ich den nur gesehen habe. Das war irgendwas mit Zeitreise jedenfalls. Richtig. Ja. Wenn, dann habe ich den auch nur einmal gesehen. Also den habe ich nicht irgendwo, den habe ich dann wirklich, wenn ich ihn habe, habe ich den nur einmal gesehen, als ich ihn halt hatte. Oder ich habe den nur im Stream gesehen, habe den nicht. Ich weiß es gerade nicht. Das ist, weiß ich nicht. Kannst du mal sehen, man kann sich auch nicht alles merken, ne? Exorzismus-Tape, Ghoul, die Legende vom Leichenesser, okay. Hangman, Nightflight, The Sighting, kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Dann gibt es auch noch diesen von M. Night Shyamalan, The Visit, oder wie hieß der? War doch auch Found Footage. Muss ja auch noch kommen dann. The Operator habe ich auch gesehen. Der war stinklangweilig. Mit diesem Gesichtslosen, der immer überall auftaucht. Wie heißt der Dulli nochmal da? Slenderman-Scheiß, ne? Weiß ich nicht. Fand ich nicht so gut. Nee. Aber ja, den habe ich gesehen. Infernal, Classroom 6. Chatter, Kannibale von Flores, Offenbarung der Grete Müller, To Survive, Area 51, okay, Cutting Room, Encounter, Man VS, okay, And on the Ghost House, Tim, oh, Alter, Hulkblood Tapes, was? Gallows habe ich auch gesehen, jede Schule hat ein Geheimnis, 20 Jahre nach einem schrecklichen Unfall, während einer Schulaufführung, genau, in der Kleinstadt. Das ist der Geist von dem, wurde er nicht gemobbt? War das nicht der Geist von einem gemobbten Jungen oder Teenager, der sich dann jetzt rächen will oder sowas in der Art? Zum Jubiläum dieser Aufführung, irgendwie sowas war das, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, hier ist Jerusalem. Ja, da machen halt ein paar Studenten oder was waren das? Young Adults, okay. Urlaub in Israel. Und dann tauchen dann plötzlich die Nephilim auf. Also ist auch so eine Art israelische Apokalypse oder was. Und dann rennen da diese Riesen rum und so. Das siehst du leider nicht gut genug, ne? Aber dann bricht halt so eine Dämonenseuche aus und random werden irgendwelche Menschen plötzlich besessen von Dämonen und kriegen Flügel und alles. Und das Ende finde ich halt genial.
Ist ein böses Ende, aber ich finde die Idee finde ich halt genial. Die Spoiler, die Hauptfigur wird dann auch besessen und die hat ja die Kamera, die Hauptfigur. Und fliegt dann weg und hält die Kamera weiter in der Hand. Und du siehst halt dann, ne, wie sie immer weiter hochfliegt. Ich glaube, dann lässt sie irgendwann die Kamera fallen. Dann fliegt die runter und ist, glaube ich, Ende. Ich weiß nicht mehr. Aber ja, geiler Film. Den finde ich eigentlich ganz gut. Den mag ich. Werwolf in Slowenia kenne ich wieder nicht. Slumlord, Jokesters, Invoked. The Visit. Da ist The Visit von M. Night Shyamalan. Ja, okay. Den muss ich nochmal rewashen. Ach, hier ist Hardcore. Siehst du? Southbound, genau. Hat auch Found-Footage-Elemente, genau. Ist auch so ein bisschen Found. Der ist auch nice. Der ist auch nice. Also hier für Leute, die VHS-Reihe mögen, den müsste eigentlich auch Southbound ganz gut gefallen. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Gefällt mir nämlich ähnlich gut wie die VHS-Reihe. Ja. Und der ist auch ein bisschen Cosmic-Horror, finde ich. Das kenne ich wieder alles nicht. Re-Kill habe ich nie gesehen. Alter, wir sind bald durch, ne? Da gab es doch auch noch diesen einen mit dem. Gehen die da nicht irgendwie in so eine Anstalt und haben dann Sex? Und filmen das sogar? Oder ungewollt? Und dann ist da auch irgendwie so ein Geist von irgendwie so einer Verrückten, die sie dann jagt? Wie hieß der denn nochmal? Oh, und wie hieß nochmal der mit der Alten da, ey? Wieso erinnere ich mich nicht an den mit der Exorzisten-Alten da? Die da die ganze Zeit besessen ist, aus der Ich-Sicht. Du siehst auch, wie sie an den Spiegel geht und sich dann so zurechtzupft und so. Und dadurch, da merkst du halt, okay, die steht jetzt vorm Spiegel, die hat keine Kamera in der Hand. Es muss also einfach alles durch ihre Augen sein, was wir jetzt hier alles sehen. Da merkst du das halt. Ich hab den vor allem, meine ich, hier irgendwo in meinen Kisten noch zum Rewatch. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Scheißding heißt, ne? Sowas nervt mich total, ey. Gut, das kenne ich wieder alles nicht. Pandemic, okay. Aber warte mal, kommt mir bekannt vor. Na, weiß jetzt nicht. Unfolding, wie gesagt, wenn jetzt hier Hardcore Henry dabei war, stimmt ja, ist ein Actionfilm, außer ich sehe es im Grunde genommen. Wo ist Hotel Inferno? Wo ist First Person Shooter? Auch sehr kultig. Beim ersten Mal gucken dachte ich nur, was ist das bloß für ein Scheiß, Alter. Beim zweiten Mal gucken fand ich den mega. Manchmal gibt es so Filme, weiß ich nicht, ganz komisch. Dann, wenn du nicht in Stimmung bist, gehen die einfach nicht. Wenn du aber Bock auf so einen Scheiß hast, dann einfach mal, dann sieht plötzlich richtig gut. Es ist total bescheuert. Kenne ich auch wieder nicht. Ja, Seekers. Lasst euch nicht von dem Cover täuschen. Ja. Hier dreht es sich um diese, wie nennt sich das denn? Diese Schreckgespenster da. Na, wenn die sich da irgendwie als so Teufel verkleiden da. Ist das nicht sogar in der Schweiz oder wo macht man das? Oder in Bayern oder wo war das? Dann haben die riesige Hörner auf. Es sieht dann ziemlich creepy aus, diese Gestalten. Um die geht das dann, glaube ich, ein bisschen. Das war doch Seekers, oder? Da gibt es jedenfalls auch einen Found-Footage-Film, wo so eine Gestalten dann halt mitmachen. Wo denkst du dann, dass, wenn du das Cover siehst, denkst du dann, machen Monster mit? Nee, das sind einfach nur diese Typen in ihren Verkleidungen und da irgendwie darum geht das, glaube ich, irgendwie. They are watching, kenne ich wieder nicht. Das kenne ich wieder alles nicht, ey. Ich werde hier bescheuert. Utopisch, wie viel ich aus dem Bereich nicht kenne. Sick House. Sagt mir zumindest vom Titel her was. Dooms Chapel Horror habe ich sogar. Den kriegt ihr aber nur in Englisch. Und ja, das ist Cosmic Horror. Dreht sich um eine Sekte, die da irgendwie Opfer bringt für eine uralte Kreatur, die am Ende dann auch wirklich auftaucht. Und im Wald dann Leute niedermetzelt. Man sieht sie nie ganz, aber man ein bisschen was man mit günstigsten No-Budget-Möglichkeiten umsetzen konnte, hat man gemacht. Nein, es ist kein CGI. Ich habe Bilder gesehen. Es gibt eine Facebook-Seite oder war das irgendwie nur Produktionsbilder, die ich auf Google gefunden habe, weiß ich nicht mehr. Da siehst du halt Teile, so eine riesige Klaue und so einen riesigen komischen Kopf, da irgendwie sowas, so ein paar Sachen sieht man da so ein bisschen. Da ist nachher ein riesenhaftes Monster im Wald in der Dunkelheit, dass die Leute sich halt auseinandersplättert. Ne? Hat auch ein böses Ende, aber ja, so ist es bei den meisten Found-Footage-Filmen. Und ich finde ehrlich gesagt schade, dass es den nicht in Deutsch gibt. Weil der ist teilweise solide gespielt und hat auch eine ganz gute Stimmung. Ja, und es ist halt eigentlich Cosmic Horror im Grunde so ein bisschen auch, ne? Schade, bei solchen Sachen fragt man sich manchmal dann, ne? So, UFO war immer noch nicht dabei. UFOs, Where's Wendy, Trick or Treaters, Devil's Toy Box. Paar neuer Tipps. Gracefield Incident habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ist das nicht, hatte der nicht? Das ist auch noch so ein Ding. Wie hieß der denn? Gracefield Incident hat, glaube ich, in Deutsch ein ganz bescheuertes Cover mit so einer Hand, mit so einem komischen Finger, ne? Warte mal. Gib jetzt mal Blu-ray an. Ja, siehst du? Genau, was ich meine.
Nee, Bilder. Besser groß machen. Hier. Oh Gott, ey, ist das nervig. So, hier mit diesen Fingern, mit diesen Symbolen da, mit diesem komischen Alien im Hintergrund da, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den sogar. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist halt so ein Alien-Abduction-Film. Die werden da halt dann, ne, halt entführt. Fehlt ebenfalls. Wo ist Extraterrestrial. Den habe ich, glaube ich, noch nicht mal. Habe ich Extraterrestrial eigentlich in der Sammlung? Weiß ich aus dem Kopf gar nicht, Alter. Weil das war von den ganzen Grey One Alien Abduction Filmen, die es so gibt, der beste. Wo ist die vierte Art? Mit Mila Jovovich, glaube ich, war der, ne? Fand ich zwar scheiße, aber ist ja auch Fake-Doku Found Footage. Wo ist der? Ist nicht gerade die tollste Liste, ja. Dafür, dass sie sich hier Every Found Footage Movie steht, ne? Ja, das war's. Nee, halt, wir haben noch eine Seite hier. 20 Stück kommen noch. Jetzt müssen ja genau die 20 sein, an die ich mich erinnere hier, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. After Chernobyl. Wo ist Chernobyl Diaries? Wo war Chernobyl Diaries? Habe ich das nicht überscrollt? Schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ich hier jetzt meckere. Wo ist der Film? Wo ist der Film? Und die waren hier aber alle. Ich habe die einfach überscrollt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja? Dann ist es meine Schuld. Da stehe ich dann aber auch zu. Ja. Tja. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Bereich, ja, jetzt kommen schon die announceden Filme, die demnächst dann irgendwann mal kommen. Ne? Ich habe auch nicht den letzten Blair Witch-Film gesehen. Ich meine, der zweite, das kann ich ja verstehen, ist ja kein Found Footage. Aber war der dritte Blair Witch-Film nicht wieder Found Footage? Ich weiß es nicht mehr. Weil der war mies, soweit ich mich erinnere. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Was fällt mir da noch ein? Wie gesagt, da ist noch dieser ich will es jetzt wissen. Nur zwei. Possession Movie from Ego-Perspektive. Junge. Form habe ich hier geschrieben, ich Idiot. Oh Gott. From Point of View, die besten Point of View Horrorfilme. Jetzt gucke ich da mal auf die Liste. Interessiert mich jetzt. The Den. Was ist The Den? Okay, Host. Hau ab da. Hau ab mit deinem Scheiß. Ich will das nicht. Mach das weg. Verpiss dich da. Exist. Baby's Room ist auch Found Footage. Aha. Erinnere ich mich gar nicht dran. Was? Nee, weitere Filme. Gucken wir hier nochmal durch. Ach, guck mal, den gibt es sogar in Deutsch, was immer das ist. Der war ja auch auf der Liste eben. Conspiracy. Wie gesagt, Yellow Brick Road fehlt. Auch hier ist Aria 407. Das ist dieser hundsmiserable Dinosaurier-Found-Footage-Film. Die stürzen, glaube ich, mit einem Flugzeug ab auf dieser Area 407, wo sich keiner aufhalten darf. Ist ja alles abgezäunt, Sicherheitsbereich. Die stürzen da aber nur mal mit einer Sportmaschine ab oder so. Ich weiß nicht, wie viele Personen das dann sind. Ja, dann werden die halt von Sauriern gejagt, die du niemals siehst, bis auf ganz am Ende die letzten zwei Sekunden siehst du einen CGI-Dino, der auch eher solide ist. Aber ja, das war wohl das ganze Budget. Dieser eine Saurier, die endet das. Der schnappt natürlich auf die Kamera zu und das ist natürlich böse zu Ende. Ja. Das war auch nix. Also das war echt auch nix. Ja, hier ist FPS. Der war jetzt auf der anderen Liste eben nicht, ne? Ja. Die Präsenz, genau. House of Terror. Houses of Terror. Hier ist der neueste Blair Witch. Die Gezeichneten, okay. Mann, wie hieß denn dieser verfickte Film da jetzt, ey? Es geht mir auf die Nerven. Ich will wissen, wie der heißt, verdammt nochmal. Monsterprojekt, der war auch mies. Der war auch richtig mies. Antisocial. Hier ist UFO. Es ist hier. Weiß ja nicht, vielleicht hat er ja einen ganz anderen Titel in Englisch. Der war auf der Liste. Ich kann ja mal gucken. Wenn ich jetzt hier UFO eingehe, kommen wahrscheinlich 3 Milliarden Filme. Deswegen schreibe ich jetzt nicht UFO rein, sondern Es ist hier. Ich musste ja die Maschine inzwischen austricksen bei der Online-Filmdatenbank. Seit diesem wunderschönen neuen Design nicht.
Ja, nee, das ist ein deutscher Film? Echt jetzt? Das war ein deutscher Film? Nein! Und guck dir dieses scheiß Cover halt an. Ja, das sagt gar nichts aus. Das ist so kacke, das Cover. Aber der Film ist nice. Ich mochte den wirklich. Naja. Encounter. Den habe ich auch irgendwo rumliegen hier. Richtig. Aber hab noch nicht gesehen. Oh, das war schon wieder. Oh mein Gott. Warte mal. Found Footage. Obwohl, das bringt ja auch nichts. About a possessed woman. Es kotzt mich an, Mann. Hey, es nervt mich so hart, echt mal. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie einen Song im Ohr habt und ihr wisst nicht, wie die Scheiße heißt? Ihr kommt an, hier, Unfriended, der fehlt auch auf der Liste. Das ist dieser andere Internet, ne? Skype-Sitzungs-Horrorfilm. Der war nicht auf der Liste eben. Ich habe mir jedenfalls nicht bemerkt, Unfriended. Der müsste da eigentlich auch noch mit drauf sein. Encounters, Alter, wie fuck. Das nervt mich, Mann. Movie from point of view. Was ist das für eine Liste? Was? Exorzist, Emily Rose, Last Exorcism, Devil's Doorway, The Rite, Deborah Logan. Guck mal, wie die aussieht. Ich möchte den gerne in Deutsch sehen, ey. Devil Inside, Michael King. Der heißt einfach so wie die Olle. Ich meine, der heißt einfach halt wie die Olle heißt, die Hauptfigur halt, Mann. Ja, ich gebe auf. Ich habe keine Lust mehr. Das ist mir zu blöd. So ein Scheiß, Alter. Inside the Person. Exorcist TV Show. Emily Rose. Possession of Michael King. Ah, Mann. Grace, da ist er. Ich sag doch, der heißt wie die Olle. Grace the Possession. Das ist er. So, jetzt muss ich das deutsche Cover sehen, dann weiß ich auch, ob ich den hab oder nicht. Grace. Nee, das ist nicht. Hä? Alter. Jetzt kommt wieder dieses Online-Filmdatenbank-Arschloch-Problem. Gib mir das auf den Sack, Mann. Such halt! Alter! Jetzt gibt es hier natürlich 30 Filme, wie halt, auf wie viel Jahr, aus welchem fucking Jahr war der? Meine Fresse, ist das eine nervige Scheiße, ey. 2014. Da. Nee, das ist doch, oder? Nein. Oh Gott. Gib mir Kraft, ey. Gib mir fucking Kraft. Wo zur Hölle ist dieser Film auf dieser gottverfluchten Liste? Das kannst du dir doch echt nicht mehr ausdenken, Mann. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ist das der hier oder was? Haben die das dann falsches Jahr reingetaggt oder was? Nee, ist Akte X. Weg. Könnt mich über sowas aufregen, ne? Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ihr könnt euch nicht ausmalen, wie ich mich über so eine Scheiße aufregen kann. Über diese Inkompetenz von dieser widerlichen, miesen Mistseite hier. 2014 ist hier nicht eingetragen. Hier ist kein Film drin von 2014 mit dem Namen Grace. Einfach nicht dabei. Jetzt muss ich hier runter, jetzt sind hier irgendwelche Namen und irgendein anderer Scheiß. Wahrscheinlich kommt hier irgendwo nochmal ein Film, der heißt dann Grace besessen oder irgendwie sowas. Da ist dann plötzlich nochmal Grace. Das steht ja nicht hier oben, wo alle Grace stehen. Nein, das steht hier irgendwo unten, weil er noch ein Beititel ist. Wollen wir eine Wette machen? Ich suche den Scheiß jetzt. Ich lasse hier so lange die Kamera gnadenlos laufen, bis ich diesen Rotz gefunden habe, damit ihr mal seht, wie beschissen die Online-Filmdatenbank geworden ist. Damals hast du das eingegeben, dann kam eine Auswahl, da konntest du ohne weiteres, das war so gut damals. Die alte Suchmaske der Online-Filmdatenbank war perfekt. Jetzt geht hier gar nichts mehr, weil hier alles durcheinander geschissen wurde. Die Spasten von der Online-Filmdatenbank haben den Arsch offen bis zum Nacken hoch.
Ja, da hilft nur noch die Lobotomisierung aus den 20er Jahren. Das ist die gestörteste Scheiße, die es im Internet gibt, diese beschissene Mistseite hier, ehrlich. Findest du nicht. So, jetzt wartet. Grace Blu-ray. Produkte. Ja, du findest nur diesen scheiß Baby-Horrorfilm, ne? Jetzt gucke ich hier auf meiner Wunschliste. Jetzt gebe ich hier Grace ein. Vielleicht, wenn er da noch drauf ist, dann habe ich ihn ja auch noch nicht. Ist ja klar. Scheinbar. Doch, da ist er. Ich habe ihn noch nicht. Okay. Besessen. Ich dachte, da steht besessen dahinter. Pass auf. Jetzt kommt er dann endlich mal. Da steht noch besessen. Du musst ja noch einen Doppelpunkt und besessen letzten schreiben. Was weiß er nicht, was diese deutschen Spackos da noch für einen Beititel zuschreiben, ja? Gibt's nur auf DVD? Krass. Aber der ist das. Das ist praktisch Hardcore-Henry aus der Ich-Sicht halt, ne? Nur eben Besessenheitsthematik. So, jetzt habe ich auch genug aufgeregt hier. Das hat jetzt echt gereicht für den Abend. Das hat mich jetzt gebrochen hier, ey. Okay, vielen Dank, Julian, für diese tolle Liste, ja? Die keine tolle Liste ist, weil Every Found Footage Movie war da nicht drauf. Tut mir leid. Wenn ich jetzt noch lange genug drüber nachdenke, fallen mir mit Sicherheit noch viel mehr Filme ein, die da auch nicht drauf waren. Möchte ich wetten. Ich möchte wetten, es gibt noch mehr Found-Footage-Filme, die ich sogar hier im Regal stehen habe, also die es international bis nach Deutschland geschafft haben, die da auf der Liste nicht drauf waren. Und es gibt auch deutsche Found-Footage-Filme, die da nicht drauf waren, wie zum Beispiel Heilstätten etc. Ne? Offiziell vertriebene Dinger. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Aber ist halt so. Gut, alles klar. Das war's. Ich bin jetzt durch mit dem Video hier. 90 Minuten ungefähr, 95 Minuten passt ja. Ich hau mich jetzt ins Bett, dann bin ich morgen auch fit. Ist noch nicht mal Mitternacht, sehr gut. Ja, drückt mir die Daumen, dass ich einen vernünftigen neuen Sessel finde, weil auf dem Ding hier zu sitzen, nach 2 Stunden ist der Arsch halt platt. Das ist halt ein harter Stuhl, einfach. Ne? Ich merke jetzt schon wieder, am nächsten Mal, die mir das bequem machen, du kannst dich hier nicht richtig nach hinten lehnen, hier, Schluss. So richtig zurücklehnen kannst du dich nicht richtig gemütlich so, ne? Lehnen hast du halt an der Seite auch nicht, sind beim Baumeln die Arme. Das ist nicht gemütlich, das Ding, ganz einfach. Ich muss morgen also dann sehen, dass ich dann irgendwie einen vernünftigen Sessel bekomme, der mich Fettsack aushält. Ne? Ich kann mir es halt nicht leisten, mir irgendwie einen mehrere tausend Euro teuren Gaming-Stuhl zu holen, wo dann nach 3 Wochen sowieso die Rollen abbrechen oder so. Das macht alles keinen Sinn. Ich hole mir wieder einen Sessel und dann passt das schon. Mal gucken. Ne? Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, was immer das dann noch sein wird. Keine Ahnung. Lasst es einfach auf euch zukommen. Bis dahin viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt nächstes schaut. Kommt gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal wie immer. Farewell.